So, jetzt muss online sein. Ich habe hier noch kein Chatfenster. Okay, jetzt sieht man erstmal nur meine Stirn, oder ich muss mal selber aufmachen. So, hallo, hallo. Ja. Moin zusammen, alles fake. Moin, moin. Und Wochenende, wird morgen und am Sonntag Fahrrad gefahren bei euch? Wie schaut's aus? Ich bin etwas zu spät heute dran. Ich hatte leichte Probleme eben gehabt. So, damit ihr alles seht. So. Stirn, ja, dieses Video ist gesponsert von Stirn. Weil es zu 30% aus Stirn besteht. Ja, Wetter war heute, ja, bei uns war es ziemlich wechselhaft. Hat viel geregnet und ich habe im Garten gearbeitet. Ich habe hier die Internetleitung verlegt. Ich habe ein WLAN-Kabel verlegt. Ein richtig gutes, habe ich mir aus UK bestellt. Und verlustfrei können wir jetzt hier streamen. Wie ihr vielleicht seht, haben wir heute bessere Qualität. Weitwinkelobjektiv, da sieht man ein bisschen mehr. Und ja, heute mit 1080p statt 720p. Es könnte sein, dass es ein bisschen ruckelt, aber es sollte eigentlich ziemlich gut gehen. Ich versuche eure Kommentare nebenher immer ein bisschen zu lesen. Der Walter ist heute noch nicht dabei, aber der Björn ist heute wieder mit dabei. Der hilft mir ein bisschen, falls ich nicht die ganze Zeit auf den Chat schauen kann, mit euch quatschen kann, dann liest der mir ein paar Kommentare vor. Und nein. Genau. Ja, ihr seht es hier schon im Hintergrund. Da steht's, das neue Bike. Ich habe, wie lange steht das schon? Es steht schon ungefähr 2,5 Wochen hier und ich kann keine Nacht ruhig schlafen, weil ich das endlich auspacken will. Aber ich dachte mir, das mache ich mit euch. Eigentlich war es geplant, in einem Video das Bike auszupacken, aber dann dachte ich mir, ich streame das. Und ja, heute ist mein zweiter Stream. Für alle die, die dieses Video erst nach dem Stream sehen, mache ich mal meine Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute werde ich mit euch zusammen mein neues Bike auspacken. Es ist hier noch im Karton eingepackt. Ich bekomme meine Bikes direkt von Specialized. Normalerweise beim Händler habt ihr sie aufgebaut, schon ready. Für mich werden sie auch aufgebaut, aber ich weiß nicht genau, wie weit es jetzt schon ready ist. Und habe ich jetzt schon verraten, welches Bike es ist? Nein. Das soll ja eine Überraschung bleiben. Und wir packen das gleich zusammen aus, aber erst will ich ein bisschen mit euch quatschen und mal mehr in die Kommentare schauen, weil das dazu als letztes Mal keine Zeit gehabt. Ja, Moment. Neues Demo mit Öhlins. Stimmt, das neue Demo hat der Öhlins-Fahrwerk, das wäre ziemlich cool gewesen. Oh, jetzt habe ich schon verraten, dass es das Bike wahrscheinlich nicht ist. Das Evo. Ein E-Bike. Demo, E-Bike. So ein Rentnerhobel. Was ist ein Rentnerhobel? Es könnte, ob es ein Canyon sein könnte. Ja, das Demo ist kaum bewegt worden letztes Jahr. Ich habe es 4 oder 5 Mal gefahren. Ja, sonst halt immer mit dem Stumpjumper unterwegs gewesen. Dann ging halt auch ganz gut. Aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr öfter auf das Demo komme. Obwohl ich ja jetzt das Enduro habe. Und mit dem Enduro, ja, damit kann ich auch gut im Bikepark fahren. Also ging mit dem Stumpjumper auch, aber das Downhill-Bike hatte ich ja eigentlich für den Bikepark. Und jetzt geht alles mit dem Enduro auf jeden Fall. Ja, immer Dreck, ne? Immer Dreck-Werbung hier in meinen Videos. Nee. So. Save das Kneo, willst du ja Enduro-Rennen bzw. Rennen fahren? Ja, genau. Also ein Enduro-Rennen, normales Enduro-Rennen möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall nochmal fahren. Aber auch ein E-Bike-Rennen. Und ja, ob es ein E-Bike ist, werden wir gleich sehen. Ein Klapprad. Ein Epic Evo.
Das habe ich letztes Jahr Probe gefahren, da hätte ich auch Bock drauf, aber ich glaube, das wird bei mir eher rumstehen. Also ein paar Runden gehen damit, aber mit dem Hardtail bin ich jetzt auch nicht mehr viel auf Trails gefahren. Also jetzt in der Offseason waren ja auch die meisten Trails, Bikeparks zu. Jetzt im Laufe des Jahres will ich auf jeden Fall zumindest noch ein paar Flow Trails mit dem Hardtail fahren, aber mit dem Hardtail, das ist so ein bisschen mein Trainingsbike, ein paar Kilometer strampeln auf Fahrradwegen, weil auf Straße habe ich überhaupt keinen Bock. Ob ich das Enduro als eierlegende Wollmilchsau empfehlen kann? Eigentlich schon, aber eigentlich kommt es, also für den Bikepark auf jeden Fall und für die Berge und sowas, aber wenn du so technische Trails hast, wo du Spitzkerne hast, dann ist das Enduro doch sehr, sehr lange. Also zumindest das, was ich habe, das Enduro, Specialized Enduro in Rahmengröße S4 ist ziemlich lang. Ich will da noch was probieren. Ich warte, wie gesagt, noch auf ein paar Teile aus dem Ausland. Dann kriegen wir das Enduro nochmal eine andere Geometrie und dann werden wir mal schauen, was damit geht. Aber ja, von dem, was ich jetzt gefahren bin mit dem Enduro, muss ich sagen, vermisse ich schon meinen Stumpjumper. Also sehr. Ich habe das Stumpjumper ja in dem ersten Livestream mit euch fertig aufgebaut. Nach dem Livestream habe ich es noch komplett fertig aufgebaut und bin es dann nochmal draußen gerollt. Und ja, es ist halt auf jeden Fall ein richtig geiles Bike. Aber das Stumpjumper, das fahre ich schon seit ja, knapp 3, 4 Jahre. Und es wird mal Zeit, mal was anderes zu fahren. Deswegen das Enduro mal eine Weile fahren, gucken, was damit geht. Und dann mal schauen, was es dann als nächstes dann gibt. Moment, ne? Kommentare lesen. Stream-Welten besser, sehr gut. Also es könnte sein, dass es ein bisschen ruckelt. Ich habe es jetzt auf 25 Bilder pro Sekunde eingestellt. Aber mehr kann ich jetzt technisch hier nicht rausholen. Die Kamera ist recht gut. Der PC, also PC reicht aus vollkommen dafür und die Internetleitung auch. Licht habe ich mir viel Mühe gegeben hier und der Ton, da kann ich noch was verbessern, aber das wird dann sehr, sehr teuer für mich. Also jetzt der Ton mal als Test, wenn ich jetzt hier rüber gehe, hört er mich ein bisschen entfernt, aber man versteht mich. Aber eigentlich nicht so im Livestream-Modus, wie es eigentlich sein müsste. Wie gesagt, da geht noch was, aber dann wird das sehr, sehr teuer für mich. Mal schauen. Wenn das so ausreicht, bin ich mega happy und so, ich lese noch mal ein bisschen eure Kommentare, weil darum geht es ja im Livestream, dass wir das alles live machen und ich mit euch auch quatschen kann. Stumpy Evo mit Push-Dämpfer finde ich auch mega. Ja, aber ich glaube, das Stumpy Evo würde ich dann doch mal versuchen, ganz, ganz leicht aufzubauen und dann würde sich da kein Push-Dämpfer einfinden, sondern Luft. Fox ist sehr gut auf jeden Fall. Öhlins mag ich letzte Zeit ziemlich gern zu fahren, funktioniert richtig gut, gutes Ansprechverhalten und will ich auch noch weiter testen, weil das habe ich noch nicht ausgiebig auf dem Stumpjumper gefahren. Ich soll das heute im Fernsehstudio machen. Also ich habe hier mir jetzt eine Ecke eingerichtet. Ich zeige es euch mal. Ich hoffe, dass jetzt die Verbindung nicht irgendwie abbricht. Ich zeige euch jetzt mal, was ich hier eingerichtet habe. Ich hab ein bisschen gebastelt jetzt, pass auf. Ich habe hier so einen kleinen Tisch hingebaut, mein Laptop draufsteht, ein bisschen Licht, hier das Mikrofon und ihr hängt hier daran, dass ich da immer ein bisschen rumschwenken kann. Und ja, bis ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von Streaming und von dieser ganzen Software und sowas, bis ich das rausgefunden habe. Puh, aber jetzt funktioniert das ganz gut und beziehungsweise probieren wir es heute mal aus. Und genau, Bild und Ton. Moment, Moment, da muss ich mal schauen. Ton ist auch gut, okay, sehr gut. Grüße aus Wien, Grüße zurück. Status 160 mm. Status habe ich ja gehabt, aber wie ihr gesehen habt, bin ich halt auch recht selten damit gefahren. Deswegen, also so viele Trailbikes braucht man nicht. Man braucht eigentlich nur eins. Rappelt es im Karton? Ja, es rappelt. Ich muss aber euch gleich noch was zeigen. Ich muss was beichten. Weil, dann kommen wir gleich dazu. Eher Fox oder RockShox. Also alle Hersteller machen gute Federelemente, aber ich fahre schon lieber Fox, wo ich sagen muss, ich habe immer das Pech, dass die Federgabel knackt. Ihr wisst ja, dass ich immer so gerne Stoppies mache und das geht da ziemlich auf den Schaft und dann fängt es immer an zu knacken. Das ärgert mich dann. RockShox kann das Problem aber auch haben und der Öhlins, wie ich gehört habe, auch. Aber sonst, ich denke, alle hochpreisigen Federelemente können gut funktionieren.
Grüße aus Zürich zurück. Für schwere Fahrer Keul oder Luft? Muss man gucken. Also, ich hätte jetzt gerade gesagt Keul, aber man muss schauen, bis wie viel die Luft geht. Also, bis wie viel der Dämpfer, bis wie viel Gewicht der geht. Oder wie viel man maximal an Luftdruck reinpumpen darf für dein Gewicht, ob das dann geht. Ein bisschen Rotlicht. Der Walder. Der wird noch dabei sein. Wie schwer das Paket ist, ja, das kann ich euch nicht sagen. So, okay. Gut, wir starten. Ihr habt einen guten Blick. Ich werde das jetzt auspacken, aber ich muss euch was beichten. Weil, Leute, ihr denkt doch nicht, dass ich 2,5 Wochen lang dieses Bike, diesen Karton daheim stehen habe und nicht mal reingeschaut habe. Deswegen, ich habe halt schon ein bisschen gekramt. Ja, ihr seht, da, ich habe das schon so meinen Kopf reingehalten. Aber ich habe nur nachgeschaut, ob da alles passt und alles stimmt. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Das machen wir jetzt gemeinsam. Und dann ja, werde ich das dann umbauen. Ich fahre ja für Spank. Da kommen halt meine Spank-Laufräder drauf, Spank-Lenker und Vorbau. Und wie ihr wisst, bin ich ja ein riesen Shimano-Bremsen- und Schaltung-Fan. Schaltung werden wir jetzt noch nicht umbauen, aber auf jeden Fall die Bremsen. So, für alle, die jetzt das zugeschaltet haben, ich habe wieder den Björn mit am Ohr, der mir ein bisschen, mich ein bisschen unterstützt mit dem Chat. Björn, bist du überhaupt noch da? Okay, Björn ist noch da, sehr gut. Okay, gut. Wir machen das Ding jetzt auf. Oh, also das, wo ich meinen Kopf reingesteckt habe, habe ich das noch nicht gesehen. Hier gibt es erstmal eine Ladung Reifen. Vielen Dank. Seite, Reifen, Reifen. Oh, warte mal. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die Reifen hier drin sind. Und Specialized hat jetzt auch diese Reifen mit, ich weiß nicht, wie heißen diese Reifen mit dieser Seitenwand, die so eine Farbe hat. Björn, weißt du es? Weißt du, wie diese Reifen heißen, die so eine Seitenwand haben? Hier so eine farbige. Hautfarben. Ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Mal schauen, ob ich die montiere. Ich habe jetzt eigentlich überall neue Reifen schon drauf. Mal kurz, Moment. Mal ein bisschen Kommentare. Ich versuche mal zwischendurch mal bei euch auf die Kommentare zu schauen, ein bisschen mit euch zu quatschen. Reifen will jetzt keiner sehen. Moment. Moment, könnt ihr schon was sehen? Ihr könnt ja nichts sehen. Ein Moment. Sitzt der Walder-Fan, der sitzt neben dir auf dem Sofa. Walder, Walder. Ja, ich sag mal, Walder, Walder, die Leute lieben dich. Der Walder ist ein guter. Okay. Weißwandreifen. Okay, Leute, ich hol's jetzt raus. Warte, ist noch ein Reifen. Endlich. Kriege ich das überhaupt hier raus? Noch Milch. Tubeless Milch. Mal gucken, ob ich das jetzt so rausbekomme. Okay, seid ihr bereit? Nicht raus. Wie hängt das hier? So. Okay, Problem. Da ist es. Ein Lowrider Kenevo SL. Moment, ich muss erstmal den Karton mal wegtun. So, seht ihr das gut?
Genau. Also, das ist das Kenevo SL in dieser wunderhübschen Farbe. Es ist nicht weiß, es ist grau, das erkennt man ganz gut. Vorne eine Fox 38, hinten ein Fox Float X2 Performance Dämpfer, X01, SRAM X01 Schaltung und SRAM Bremsen. Ja, sehr nice. Sehr, sehr nice. Genau, aber ihr habt es ja schon richtig vermutet, dass es ein E-Bike ist, das Kenevo SL, aber ich glaube, für das E-Bike-Rennen, was ich fahren möchte, brauche ich doch ein richtiges E-Bike. Ich glaube nicht, dass ich da mit dem SL da antreten kann. Ich glaube, das hat ein bisschen zu wenig Leistung dafür, aber ich wollte dieses Bike unbedingt haben, weil das total, also das ist ja der Hinterbau ist ja, oder die Geometrie des Bikes ist ja wie das von dem Enduro. Vielleicht ein bisschen aus der Puste, es wiegt schon ein bisschen was. Ist ja das von dem Enduro, dann dachte ich mir, wenn E-Bike, dann will ich wenigstens das haben wie das Enduro, richtig zum Knattern. Und ja, jetzt ist es endlich da. Ich freue mich. Und genau, ich muss jetzt aber erstmal den Dämpfer und die Gabel aufpumpen, dass das hier normal steht und nicht so ein Lowrider ist. Und aber den Moment bin ich immer kurz nochmal eure Kommentare zu lesen, wie ihr denn dazu überhaupt reagiert. Costa Quanta, ich... wie viele Bikes ich jetzt gerade habe? 1, 2, 7 müssen es sein, aber ich gebe ja auch wieder welche ab an Specialized, wieder zurück. Und Costa Quanta, hier das ist das Expert, meine ich. Leute, das kostet über 10, also eine fünfstellige Summe, ist sehr, sehr viel Geld. Ja. Das Bike ist Rahmengröße ist 4. Das täuscht jetzt nur, weil das so weil der Federweg so, weil die Luft draußen ist. Ja, weil da hätte das mit dem Finger aus dem Karton gezogen, auf jeden Fall. Aber der wäre vielleicht auch damit abgehauen. Ja, ja. Ne, das ist ein S4-Rahmen. Also ich habe einen S4-Rahmen, genau, ist ein S4-Rahmen, habe ich auch bestellt. Das hatte ich noch nicht nachgeschaut gehabt, dass auch alles passt. Ja, danke. Danke, Matthias. Ich bin 1,84 groß und fahre S4, habe aber eine 90er Schrittlänge. Also ich empfehle euch allgemein, wenn ihr euch ein Bike kauft, es irgendwo Test zu fahren. Weil die Größen, also ich fahre eigentlich bei allen Bikes Rahmengröße L, aber die Größen sind von Hersteller zu Hersteller immer so ein bisschen variieren wieder. Man kann natürlich immer was machen, also wenn ein Bike zu klein ist, könnte man einen längeren Vorbau drauf machen, würde ich aber eher ungern machen. Also längeren Vorbau, sagen wir so 50 mm kann er sein, aber länger würde ich eher nicht drauf machen, aber wenn ein Bike zu lang ist, dann kann man einen kürzeren drauf machen. Das geht, dann wird das Lenkverhalten so ein bisschen nervöser, aber das geht, das kann man machen. Zu viel würde ich da aber nicht an der Geometrie rumfummeln. Und deswegen immer Bikes Probe fahren. Und bei Specialized sind ja diese Rahmengrößen S. Also steht für Style und gibt es S1 bis S6, je nach Bike. Und ja, S4 kann man sagen, ist so der L-Rahmen, aber ich könnte auch einen S3-Rahmen fahren. Oder wenn ich richtig Bock hätte auf ein langes Bike, könnte ich auch einen S5-Rahmen fahren, ohne dass die Sattelstütze dann zu hoch steht. Ja, gebt dem Stream einen Daumen hoch. Danke, danke, genau. S3 fährt sich bei 1,82, 1,84 besser. Das könnte sein. Also mein Enduro habe ich auch in S4 und da muss ich sagen, auf ein paar Trails war es schon ein bisschen sehr lang. Also jetzt in Madeira. Ich habe das Enduro jetzt nur in Madeira gefahren. Deswegen ich will es noch hier zu Hause auf den Trails fahren, dann natürlich auch mit euch zusammen will ich noch was testen. Hier ein ovales Kettenblatt habe ich mir geholt, das möchte ich mit euch zusammen testen. Und machen Autogramm drauf, wenn mir mal wieder ein neues, ja. Ja, die Farbe ist echt geil. Keine Stützräder, die müsste ich noch nachrüsten. Wie viel das wiegt? Ich kann es im Jetzt-Zustand einmal mal wiegen. Ich habe die Waage hier. Aber es sind keine Pedale dran. Und jetzt kommt's.
Es ist keine Luft in der Gabel und im Dämpfer und Strom ist vielleicht auch keins drauf. Warte mal. Ja, das hat also 26% geladen. Wenn das nachher vollgeladen ist, dann ist das bestimmt schwerer. So, im Livestream weiß keiner, was passiert. So. Ich hoffe, dieser Stütze ist fest. Ich hoffe, ich habe keinen Bruch. Ja. 1942 ohne Pedale mit Grid Trail Reifen. Das ist so die mittelharte Karkasse bei Specialized. Also es gibt noch den Gravity Trail Reifen, das ist dann so der Downhill Reifen, kann man sagen. Und ja, eben hat einer darum gebeten, dass ich mal mit der Kamera rundgehe ums Bike. Aber lass mich das erstmal ein bisschen aufbauen, weil so wie das jetzt gerade da steht, schaut das einfach nicht aus wie ein Rad. Deswegen, ich muss erstmal aufpumpen und dann holen wir das auf den Montageständer und schauen wir uns das nochmal an. So. Den gleich ab. Aber. Ja, Stefan G. Hat gerade gesagt, kannst du bitte die Gabel nach vorne drehen? Das macht mich fertig. Mich auch. Ich habe mir auch gerade gedacht, ich tausche zwar eh den Vorbau und den Lenker, aber das muss ich jetzt auch gerade mal gerade machen, weil das geht einfach jetzt gar nicht so. Ja, und das Geile an dem Kenevo ist, dass du die Geometrie schön verändern kannst. Also du kannst hier den Lenkwinkel in drei verschiedenen Positionen einstellen. Mit dieser, wie sagt man, Exzenter-Steuersatz oder asynchron, weiß ich noch. Das ist ziemlich cool, da werde ich auch noch einiges ausprobieren. So, das heißt, 19,5 wiegt das jetzt so mit den anderen Reifenfelgen. Mal schauen, wie viel es dann wiegt, aber da kommen ja noch Pedale drauf und Pedale wiegen so zwischen 200 bis 300, 400 Gramm. Das heißt, also knapp unter 20 bleibe ich mit dem Bike. Genau, so müsste es eigentlich ziemlich hinhauen. Also, jetzt holen wir die Pumpe. Ja, da es ein Live-Video ist, kann ich leider keinen Schnitt reinmachen, bis ich fertig bin, sondern ihr müsst das alles ja, mit zuschauen. Und für alle, die von euch dieses Video erst später schauen, ja, vielleicht wenn man selber am Schrauben ist, oder am Zocken ist oder was auch immer, es nebenbei laufen und sich reinziehen. Vielleicht könnte der ein oder andere interessante Tipp kommen. Und ja, also ich habe nichts vorbereitet, außer halt hier das Bike aufzubauen mit euch zusammen. Björn, kannst du mir ein paar Kommentare vorlesen, während ich aufpumpe? Das Bike hat keinen Kofferraum, also damit ist bei Specialized hier die Swatbox gemeint, hier unten bei der Fahrradflasche. Und haben die E-Bikes nicht, weil da sitzt ja drunter der Akku. Deswegen muss ich auch keinen Kofferraum staubsaugen. Die Motorleistung weiß ich gerade nicht auswendig. Also ich weiß nicht, ob sich hier von dem Levo SL zum Kenevo einen Unterschied gibt oder es jetzt neue Generation ist vom Motor. Also da habe ich mich jetzt nicht so informiert, muss ich zugeben. Deswegen, das kann ich nicht sagen, aber das kann man, denke ich, alles schnell, alle Infos, die ihr haben möchtet zu den Bikes, auf den Herstellerseiten checken. Gut, jetzt bin ich aus der Puste jetzt, ne, aber wenigstens warm, weil ich habe es ja eben die Heizung angehabt hier, aber es ist doch recht kalt heute in meiner Bikewerkstatt.
Genau, also es kam gerade auch nochmal die Frage, wie viel das Bike kostet. Das kostet auf jeden Fall über 10.000, das Lebo SL, hier das Modell. Kenevo SL. Ja, viel, viel Geld. Okay, also das S-Works zum Beispiel, also das Topmodell von Specialized, das Kenevo SL S-Works, das kostet knapp 15.000. Viel Geld. Okay, Thomas Bödecker hat gerade. Achso, ihr lest es ja. Lest es ja dann wahrscheinlich mit 10.000 Kopie. Wie viel Motorleistung haben meine Oberschenkel? Ja, ich trainiere ja fleißig, gehe ja nebenbei ins Outdoor-Training, also nicht ins Fitnessstudio, sondern so halt Outdoor-Training bei Patrick Frenk. Vielen Dank dafür, der Gruß geht raus. Und ja, da trainiere ich sehr viel und bin aber jetzt noch nicht richtig Fahrrad gefahren, außer auf Madeira. Aber auf Madeira sind wir ja ständig mit dem Shuttle hochgefahren. Natürlich auch ein paar Wege dann nochmal hochgefahren, ein paar Zwischenpassagen. Aber so konnte ich jetzt meine aktuelle Leistung noch nicht checken nach dem ganzen Training. So, okay. Ach so, warte mal, wo ist der Kommentar? Ah, Katobi, haben deine engelsgleiche, warte mal, ist das der Kommentar? Haben deine engelsgleiche Stimme in den Madeira-Vlogs? Warte mal, da war ein Kommentar, der war zu lang. Ach so. Ich finde den Kommentar nicht. Hat gerade jemand gefragt, ob ich irgendwelche Probleme nach dem Stürzen auf Madeira davongetragen habe. Also ich hatte ja die Rippe geprellt. Das ist jetzt in den letzten Tagen. Also wenn ich jetzt so drauf fasse, dann spüre ich es noch ganz leicht. Aber sonst habe ich es tagsüber, merke ich ja gar nichts. Also keine Schmerzen mehr. Hat mir zum Glück nichts getan. Aber ich bin ja einmal auf den Stein draufgekracht und ich dachte, das wäre die Kamera gewesen, auf die ich drauf geknallt bin, also ein Chest Mount, aber das war wirklich ein Stein. Und ja, mir geht's gut, also ist nichts passiert zum Glück. Ich bin ja danach noch weitergefahren, aber danach war ich auf Madeira echt, da war ich wie ein Passagier auf dem Bike. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, weil ich ständig die Brust gespürt habe. Es kommen jetzt noch zwei Videos online, einmal morgen, und morgen habe ich euch auch ganz viele Tipps ins Video reingepackt aus Madeira, wenn ihr dort Bikeurlaub macht, was ihr wissen solltet, also welche Erfahrungen ich da gemacht habe, so ein paar persönliche Tipps. Und dann kommt am Mittwoch noch das letzte Video, ein richtig geiler Ride zusammen mit dem Fabio. Und ab dann geht es wieder mit Videos von hier weiter. So. Ach so, der Björn hat gerade noch was gesagt, aber ich habe nämlich vorgestern hab ich eine Brustwirbelblockade gehabt. Ich habe auf der Couch gelegen und auf einmal hatte ich einen heftigen Schmerz hinten an der Wirbelsäule, und es war wie so ein Hexenschuss, wenn das einer von euch schon mal gehabt hat. Wie so ein Hexenschuss, konnte ich erstmal nicht bewegen, konnte kaum atmen. Dann hat sich das irgendwann gelegt, war wieder gut, aber jetzt war ich auch wieder zweimal bei der Physiotherapie, um das rauszuholen, weil ich habe echt gesagt bei der Physiotherapie, ich muss am Freitag fit sein, weil ich musste das E-Bike rausheben, und ich schaffe das nicht, wenn ich die Brustwirbelblockade habe. Also wer das von euch nicht kennt, ihr werdet es alle noch erleben. Für die jungen Zuschauer. So. Grüße gehen raus an den Tino Hoffmann. Und ich lese mir noch mal ein paar Kommentare von euch durch, bevor es weitergeht. Ovales Kettenblatt am E-Bike geht nicht, wenn ich mich recht erinnere. Oder hat
da wäre andere Info. Würde mich auch interessieren und ich habe es ja wie gesagt auch selbst noch nicht getestet. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert und auch was das Schaltwerk dazu sagt. Ne, wenn das ovale Kettenblatt, wenn sich das. Oh. Wenn sich das ovale Kettenblatt dreht, dann denke ich mal, dass da die Kette auch ständig eine Bewegung macht, also mal auf Zug und auf Lockerung kommt. Ich bin nicht sicher. Könnte ich mir aber vorstellen. Und was dann dabei das Schaltwerk macht, bin ich mal gespannt. Ich denke, das ist auch wieder von Bike zu Bike unterschiedlich. Aber bezüglich E-Bike würde das ja mit meinem Kettenblatt nicht gehen, mit dem Mount. Aber es gibt ja alle möglichen Mounts. Wir lernen daraus, vertraue keinem maderischen Stein. Ja. Und auf Madeira ist dieses, die nennen das Madeira-Eis oder Black-Eis, die haben die das genannt. Das ist halt einfach dieser Erdboden, der, wenn er ein bisschen feucht ist, also der rote Boden, der dann richtig rutschig ist. Das habe ich vergessen, in dem Video zu erwähnen. Genau, da muss man echt aufpassen. Belgarion der 3 schreibt Leo, das geht nicht, weil es nicht in der Position bleibt. Ach so, natürlich. Genau, beim E-Bike hast du ja, ja hier ein Getriebe drin. Das heißt, wenn ich jetzt rückwärts trete, seht ihr das? Ich trete gerade rückwärts und die Kassette läuft nicht mit. Ja? Normalerweise beim normalen Fahrrad würde die Kassette hinten mitdrehen und deswegen würde das nicht funktionieren, würde das immer in der falschen Position stehen. Weil diese ovalen Kettenblätter, die müssen ja in einer bestimmten Position montiert sein, so dass diese Kraftübertragung, diese angedacht ist, funktioniert. Richtig, beim E-Bike funktioniert. Guck mal, haben wieder alle was gelernt. Umfang bleibt immer gleich, sagt Stefan Wittenberg. Okay. Das heißt, das Schaltwerk sollte komplett unbeeindruckt dazu sein. Aber soll ich das Video mit dem Kettenblatt? Aber das wird halt viel zu kurz. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass ich das auch live mit euch mache, aber ich kann dann nicht live fahren, um das zu testen. Aber allgemein, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Live-Videos, was euch interessieren würde als Stream, gerade hier in der Bikewerkstatt, ich denke, sonst hat das noch keiner gemacht, Livestream in der Bikewerkstatt ist eine coole Sache, dann schreibt es in die Kommentare, aber hier in den Kommentaren werde ich es, glaube ich, nicht lesen. Das wäre cool, wenn ihr in dem fertigen Video nachher eure Ideen da reinhaut. Dann kann ich das nächste Mal umsetzen. Weil, wenn alles klappt, möchte ich öfter mal freitags mit euch live gehen. Tim Sieber, schönen Gruß. Markus Altenberger schreibt: habe ein ovales am Epic, geht mindestens 30, also wahrscheinlich 30 Zähne, sonst kommt die Kette mit der Strebe in Konflikt. Ah, okay, klar, hier oben. Ja, ich habe auch eins mit 30 Zähnen. Warum hast du noch keine Kooperation mit Esegrips? Wäre der glaubwürdigste Sponsor. Alle meine Sponsoren sind glaubwürdig, Leute, glaubt mir. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, das sind halt einfach nur Griffe und Esegrips. Sind halt einfach nur Griffe und ja, sind wir halt noch nicht dazu gekommen, daraus eine Kooperation zu machen. Und egal ob Kooperation oder nicht, wird sowieso fahren. Und genau. Also, Grüße an den Charlie. Der kleine Chat, das kleine Fenster hier am Laptop. Moment. Live Schnick, Schnack, Schnuck mit dem Professor. Auf jeden Fall. Mit dem Professor will ich dieses Jahr auch noch fahren. Ich werde ihn aber mal hierzu einladen, dass wir hier nochmal in der Nähe ein paar Trails fahren und dann packe ich den doch mal in den Livestream mit rein. Daran habe ich auch gedacht, weil das wäre sehr, sehr witzig. Ich muss nur überlegen, was wir da für ein Thema machen. Genau, Federweg 170 mm vorne und hinten. Das Thema, wie bekommt man eigentlich Sponsoren, ist ziemlich schwierig. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich überhaupt niemanden mehr anschreibe und immer darauf warte, bis ich eine Kooperation angeboten bekomme. Beziehungsweise, wie ich damit angefangen habe. Ich habe angefangen mit einem Fahrradladen. Ein Fahrradladen hat mich unterstützt. Heute war ich auch sogar bei ihm, beim Laufrad Racing Bikes in Lahnstein. Die haben mir hier die, ich hoffe, ich habe sie hier mitgenommen, genau, die
Oliven gegeben für den Bremsentausch, Oliven und Stutze. Viele Grüße und vielen Dank. Und das war so mein erster Sponsor, also meine kleine Kooperation. Da habe ich auch mein Demo geholt. Und ja, man muss halt was dafür tun, wenn man einen Sponsor haben möchte. Entweder Rennfahren, erfolgreich Rennfahren, oder ihr macht halt Social Media irgendwas. Auf Instagram geht das recht schnell und geht das gut. Bei YouTube ist es halt sehr, sehr schwierig, da seinen Kanal groß zu bekommen. Ich mache das ja auch schon 10 Jahre. Also mein YouTube-Kanal ist ja richtig langsam gewachsen. Hat jetzt 118.000 Abonnenten und über 10 Jahre. Also meine Kollegen, die waren da ja ein bisschen fixer. Und ja, kommt halt darauf an, was ihr macht. Und das, was ihr macht, muss halt jemanden interessieren. Was für ein Bike ist es denn jetzt genau geworden? Bin ein bisschen spät dran. Genau, das ist das Specialized Kenevo SL. Ist es geworden. Das bauen wir gleich noch um. Also kommen noch andere Laufräder drauf, andere Lenker, andere Bremsen. Ich habe daran gedacht, heute den Livestream wieder auf so 2 Stunden zu halten. Ich hoffe, dass ich da schaffe, auch alles umzubauen. Machst du auch heute auch noch Werkzeugkunde? Vergesse immer, wie die Werkzeuge richtig heißen. Herr Fisch, ich weiß genau, was du meinst. Ich werde mich anstrengen. Wenn mit dem Professor dann ein Barttrimmer-Video. Okay. Du hast. Ja, vielen Dank immer für eure Lobs. Was ist die Mehrzahl von Lob? Für euer Lob. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer. Vielen Dank. Der Walder hat keinen YouTube-Kanal, der hat nur einen Instagram-Kanal. Kann man den Hinterbau kürzen? Den Hinterbau kürzen? Nicht. Man hat hier nur eine Verstellung, um das Tretlager hoch oder tief einzustellen. Beziehungsweise macht man das in Kombination mit dem Lenkwinkel. Bose-Motor, ja, Specialized Bose. Also ich glaube, der nennt sich Specialized, aber. Boah, ich will nichts Falsches sagen. Früher war es so, dass der von Bose gebaut wurde. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Flipchip, genau, hinten. Saalbach X9 war das erste Video, was du von mir gesehen hast. Das ist auch schon ein paar Jahre her, ja. Ja. Mein GoPro-Problem habe ich nicht gelöst. Also eine GoPro ist jetzt auf jeden Fall tot. Die ist runtergefallen. Neues unterwegs und nee, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird immer Probleme machen bei mir. Ich habe jetzt alles Mögliche probiert, wirklich verschiedene SD-Karten nicht in Quick Mode zu filmen, jedes Mal zu resetten, auf dem PC zu formatieren, auf der GoPro zu formatieren, verschiedene Einstellungen, verschiedene Bitrate, also lauter solche Dinge ausprobiert, um der GoPro Last herunterzunehmen. Aber jemand hat mir einen Tipp gegeben, es könnte am Akku liegen. Und das könnte sein. Am Akku könnte es liegen, also auch am neuen Akku, dass es bei manchen Akkus Probleme macht und bei manchen nicht, wenn die vielleicht einen kurzen Wackler haben oder sowas. Das versuche ich jetzt in der nächsten Zeit noch zu testen. Letztes Mal, wo ich Fahrrad gefahren bin, nee, ich wollte gerade sagen, es hat nicht aufgehoben, es hat sich aufgehoben. Aufgehangen. So, also wir schrauben jetzt erstmal das Vorderrad ab. Seht ihr alles gut? Ja, so ein bisschen. So, Björn, du kannst mir noch ein bisschen helfen mit den Kommentaren, wenn ich am Schrauben bin. Genau, also im Drehmoment bringt dieser Motor, das ist der SL, der kleine Motor oder das S im SL-Bike, ungefähr 35 Newtonmeter laut meinem Stand. Was? PS. So, wir wollten ja auch heute ein bisschen Werkzeugkunde machen. Also das hier ist ein 7er Dremel. So, erstmal kommen die Räder ab. Ja. Okay, gerade hat jemand eine Idee gehabt, dass ich einen Vergleichstest machen könnte an Geschwindigkeit zwischen einem ovalen und einem runden Kettenblatt.
Theoretisch könnte ich das machen, aber ich bin mir sicher, dass das ein zu kleiner Unterschied ist. Das dürfte nicht so viel ausmachen. Boah, also, das ist ja eine Wissenschaft für sich mit diesem ovalen Kettenblatt. Und es wurde eine Zeit lang gehypt, dann irgendwann nicht mehr. Und ich habe es in der Zeit aber nicht probiert, deswegen will ich es jetzt mal austesten. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das ist gut, die fahren nur noch ovales Kettenblatt. Aber es gibt auch genug Leute, die sagen, nee, ovales Kettenblatt muss nicht sein. Und ich denke aber nicht, dass es so viel bringt. Es wird aber interessant sein, was, ja, was das Tretgefühl anbelangt. Oder gerade so ein bisschen beim Stolperbiken oder so wie beim Trial ein bisschen, wie das da damit ist. Ich bin gespannt. So, ich werde jetzt die Bremsen demontieren. Wir fangen jetzt erstmal an der Vorderradbremse an. Die kommt ab. Das ist eine SRAM Code. Bestimmt auch eine gute Bremse für alle die, die gerne SRAM fahren. Ich mag halt einfach kein SRAM. Deswegen kommt bei mir Shimano drauf und bin auch schon verschiedene andere Bremsentests gefahren. Also Magura funktioniert auch sehr gut. Was hieß denn nochmal? Nicht Formula. Doch, Formula. Formula, also die neuen zumindest. Auch ziemlich cool. Das habe ich beim Andi vom Schaltwerk Schweigern habe ich mal probiert. Sie fanden das ziemlich cool. Ja. Was mag ihr denn? Was mögt ihr denn für Bremsen fahren? Was ist eure Favorite Bremse? Und ganz interessant wäre es, ob da bei euch SRAM-Verfechter sind. Sind welche dabei, die auf SRAM schwören? Breakfast Run genau bin ich auch gefahren. Wer mag schon SRAM-Bremsen? Probier mal die Formula Cura. Genau, die habe ich mal gefahren, aber nur so ein bisschen auf dem Parkplatz, nicht wirklich auf dem Trail. Die funktioniert auch sehr gut. Schöner, angenehmer Druckpunkt. XT Hope, Magura MT7, MT7. Hope bin ich ja nie gefahren. Ich hatte es mal auf einem Bike drauf gehabt, aber bin es nur 2 Tage gefahren. Also nicht richtig. Hope Tech 3. A4, das E4, das sind schon die neuen, das sind nicht die alten, diese Klötze, weil bei Hope gab es auch Bremsen, die schwimmend gelagert waren, also die Scheibe war das so? Irgendwie so war das. MT7, Formula Cura 2. Kommt ein Cascade-Link-Test. Diesen Cascade-Link, das ist ja, also beim Stumpjumper, das ist ja sozusagen dieses Bauteil in einer anderen Stellung, um mehr Federweg zu haben. Ich glaube, du hast dann 155 mm Federweg statt 150. Ja, auf sowas hätte ich Bock, würde ich testen. Leo, was arbeitest du, wenn du mal nicht auf dem Bike unterwegs bist oder auf YouTube zu sehen bist? Ich arbeite in einer Fabrik, wo ich im Versand arbeite, also ich verschicke Ware. Ich schwöre, ich bin der weltbeste Staplerfahrer, den es gibt. Ich kann mit einer Gabel, mit einer 1,20 Meter Gabel, kann ich ein Feuerzeug anzünden. Ohne Probleme. BFO1 auf jeden Fall auch eine geile Bremse, muss man sich aber daran gewöhnen. Muss man Bock drauf haben. Code RSC, beste Bremse. Code RSC. Das ist ja hier nur eine normale Code. Nee, das ist eine Code RS. Ich habe eine. Heißt die Juicy? Die heißt Juicy. Leider, mein Kopf ist ein bisschen. Wann testest du die Zoom-Gabel? Zoom-Gabel. Für alle, die meinem YouTube-Kanal noch nicht so lange folgen, es gibt ein Video, also es gibt drei richtig geile Videos auf meinem YouTube-Kanal, die ich besonders mag. Das sind die beiden World of Leocast-Videos, also World of Leocast 1 und World of Leocast 2. Und es gibt ein Video. Es gibt ein Video, wo ich. Warte mal, wie waren das? Es gibt zwei. Es gibt ein Video, wo ich eine Shigura baue, also eine Bremse. Shimano XT Bremshebel und Magura MT5 Bremssattel. Schaut mal nach diesem Video. Das ist richtig geil. Das ist mit Zeitreisen. Und das gleiche mit den Zeitreisen habe ich auch mit dieser Zoom-Bremse gemacht. Hier, die habe ich mal getestet. Die Zoom-Bremse. Also, wie viel hat die gekostet? 25 Euro, glaube ich. Oder 20? Super günstig, hydraulische Bremse. Würde ich jeder Seilzugbremse oder jeder V-Brake vorziehen, auf jeden Fall. Aber für ein paar Euro mehr kriegt ihr auch eine
Ja, eine Bremse von Shimano zum Beispiel. Aber eine Federgabel von Sümmel. Hätte ich Bock drauf, aber ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst um meine Gesundheit. Weil das, was niemals kaputt gehen darf, ist die Front. Also wenn irgendwie vorne die Bremse blockiert oder die Gabel wegknickt oder Lenker abbricht, das ist absolut nicht mehr witzig. Hinterbau oder Hinterrad ist egal. Der bremst dann einfach nur. Aber wenn vorne irgendwas wegkippt, wird es gefährlich. Nico, Chico, Signorino, Hudo. Nico. Ja, Nico ist mit dabei. Nico, bleib dran. Grüß bitte mal Daniela. Liebe Grüße an Daniela. Philipp, ich habe Bikes, die ich selber bezahle, kaufe. Ich habe auch Bikes, die ich von Specialized bekomme. Aber es ist, Sponsoring heißt nicht gleich immer, dass die Sachen dir gehören. Ich darf das Bike fahren und es gehört aber offiziell, sage ich mal, nicht mir. Ich muss dann Specialized zurückgeben oder halt, wenn ich es nicht mehr haben will, ja, eintauschen bei Specialized. Also das ist immer unterschiedlich, aber man bekommt nichts geschenkt. Also so ist das nicht. Ob ich ins Berner Oberland biken komme? Wann war ich in Berner Oberland? Was ist ein Berner Oberland? Was ist denn dort? Wo war ich denn da gewesen? Alexander Kreiner, liebe Grüße. Ja, Kartoffelbauer, war doch klar, dass es Kinebo wird. Kinebo ist L. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, wegen einem Zuschauertreffen oder Abonnententreffen habe ich jetzt nochmal mit dem Flowtrail Ottweiler gesprochen. Das geht klar. Auch wegen den Restriktionen zu dieser Zeit, wenn wir bis zu 500 Leute sind, was wir auf keinen Fall sein werden. Also ich schätze, so bei meinem letzten Abonnententreffen waren so zwischen 30 bis 40, 50 Personen. Das heißt, es geht auf jeden Fall klar. Das Ding ist nur der Termin. Also eigentlich haben wir jetzt schon gesprochen, dass wir das im April machen. Das Ding ist nur, es könnte sein, dass wir sagen, okay, wir machen das im April an dem und dem Tag. Und dann ist es soweit und es ist totaler schlechtes Wetter, also es regnet. Und dann wäre es halt nicht mehr so witzig, weil wir dann nicht grillen können, weil ich hatte vorgehabt, mit euch zu grillen. Und ja, das wäre ein richtig geiler Tag. Deswegen müssen wir noch abwarten, aber bleibt da dran bei mir, beziehungsweise auf Instagram poste ich sowas, kündige ich sowas an, irgendwann im Video auch. Aber es läuft auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ihr auch dann vorbeikommt. Checkt mal bitte Flowtrail Ottweiler, wie weit das von euch ist, ob ihr da dafür vorbeikommen würdet, für ein Zuschauertreffen mit mir. Aber ich kann euch auch sagen, die haben richtig, richtig geile Trails für Anfänger bis Fortgeschrittene auf jeden Fall. 500 Challenge Accept. 500, 500. Liebe Grüße aus Maribor, Slowenien. Ja, liebe Grüße zurück. Nach Sachsbach-Walden hat dieses Jahr ist erstmal nicht geplant. Bad Wildbad. Bad Wildbad war ich schon eine Ewigkeit nicht mehr gewesen. Habt ihr jetzt was dazu geschrieben, wo das jetzt war, dieses Berner Land? Wir haben noch sowas gelesen. Berner Oberland. Voll peinlich, dass ich sowas nicht weiß. 500 Kilometer, 400 Kilometer, 312. Aber Leute, schaut mal, ob ihr nicht vielleicht doch da vorbeikommen könntet. Also, wenn das Wetter gut ist, boah, 700 plus, das ist echt zu weit. Ja, aber wäre ziemlich cool. Liebe Grüße aus dem Erzgebirge zurück. Nach Österreich fahre ich bestimmt bald wieder. Grindelwald. Grindelwald, Grindelwald, dieses Jahr weiß ich nicht. Berner Oberland, Schweiz. Heißt es das jetzt, dass Grindelwald Berner Oberland ist? Bern ist Grindelwald. Okay. Okay, voll peinlich. Sorry, Leute. Grindelwald ist Berner Oberland. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Die Bremse, wir schrauben mal weiter. Ja, du kannst ja ein paar Kommentare vorlesen. Björn hat sich kaputt im Hintergrund. So. Ob ich mein Demo noch habe? Ja. Hier habe ich jetzt einen Dreier-Dremel. Auf einmal. Das ist richtig krass. Alter. Alter. Was für eine. Oh. So. Was für eine Technik, oder? Leute. Krass.
Ich habe da jetzt mehrere Tage dran gesessen, um hier dieses Streaming so auf diesen Stand zu bekommen. Ich habe mir einige YouTube-Videos dazu angeschaut, wie das funktioniert, wie diese Softwareprogramme miteinander arbeiten, was da geht mit Kameras und sowas, meine Güte. Aber jetzt denke ich mal, habe ich ein gutes Setup gefunden. Wie schaut es denn bei euch aus? Ruckelt das Video ab und zu oder läuft das gut? Björn, kannst du mir vorlesen, was die Zuschauer schreiben? Wird sauber. Black Rider sagt, ich bin Bike-Fetischist. Gibt's denn was Bike-Fetischist? Man hat einen Bike-Fetisch. Also, ganz ehrlich, Leute, ich brauche so viele Bikes nicht. Ich brauche eigentlich nur ein Bike. Aber, ja, man kann mit verschiedenen Bikes verschiedene Sachen machen. Und mit dem E-Bike ist es halt nochmal was ganz Interessantes, was ganz anderes. Und am E-Bike ist halt auch geil, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die E-Bike fahren, dass du da auch mithalten kannst. Sonst hast du nämlich ein Problem. Nino Schurter, Alter. Nino Schurter, das haben vielleicht nicht ganz so viele das Video gesehen von euch. Mit Nino Schurter, das ist ein Cross-Country-Profi. Mit dem bin ich mal gefahren. Da war ich mit dem Kenevo unterwegs. Aber ich muss sagen, das Kenevo, also mit dem alten Kenevo, die E-Bikes unterstützen ja nur bis 25 km/h. So, wenn man schneller fährt als 25, dann hat man eigentlich nur das Gewicht vom Bike, was man tritt. Und das ist auch ein Punkt, den ich nicht mag. Heißt aber nicht, dass ich das Bike dann dafür tunen würde, damit es offen ist, sozusagen. Würde ich nicht machen. Ja, und der Nico Schurter, alter Leute, der fährt, das ist echt der Wahnsinn. Nino Schurter, Entschuldigung, Nino. Wo ist denn jetzt der 7er Dremel? Da. Muss auch immer diesen. Sieht man auch gut. Ja. So, Hinterradbremse, was ich auch habe. Hinterradbremse war eine 200er Scheibe. Ich werde es jetzt aber auf 180 machen. Das heißt, hier geht der Mount ab. Genau, mein Stumpjumper ist jetzt fertig umgebaut. Es steht zum Verkauf, aber ich habe noch keine Bilder gemacht. Wenn es soweit ist, dann ich poste es dann mal auf YouTube in einem Beitrag, wenn es zum Verkauf steht. Dann könnt ihr da durchklicken, wer da Interesse hat. Ich habe zwar schon einige Interessenten, aber ja, es ist noch nicht verkauft. Und mit dem Preis, also ich kann euch sagen, es ist echt ein Schnäppchen. Das auf jeden Fall. Für den Zustand des Bikes auf jeden Fall. Aber ja, ist halt trotzdem ein gebrauchtes Bike. Und auf einem gebrauchten Bike ist halt keine Garantie. Erst recht bei Bikes von mir gibt es ja keine Garantie, weil ich ja keine Rechnung sozusagen für das Bike habe. Ja. Björn, nochmal bitte. Warum ich hinten auf 180 mm Scheibe umrüste, weil ich da keine große Scheibe brauche. Also ich bremse eh immer mehr vorne und du bist halt auch schneller, wenn die Bremse einfach nicht so zu packt. Nein, wenn die Scheibe kleiner ist, also der Nachteil, der dabei entsteht, ist, dass die Bremse schneller überhitzt. Sage ich mal so. Und natürlich auch wie heißt das? Der Hebel, die Hebelwirkung zu der Bremse ist halt natürlich noch ein anderer. Aber ich hab dann niemals eine große Scheibe gebraucht. Ich brauche auf dem Vorderrad keine 220er Scheibe. Habe ich auch schon mal probiert, aber es muss echt nicht sein. 200 reicht vollkommen aus. Also vorne 180 ist dann wieder zu wenig, weil vorne bringe ich die Bremsscheiben doch schon mal. Ja, zum Glühen nicht, aber die werden schon mal richtig heiß, so in den Bergen, wenn du kilometerlang runterfährst, dann werden die schon richtig heiß. Aber hinten habe ich es bisher nicht gebraucht. Zumindest bei den Scheiben, die ich fahre. Ich fahre ja, ihr seht da hinten, am liebsten hier Shimano-Scheiben, Shimano XT, sogar mit dem Alu-Kern.
Also hier drin ist ein Alukern. Es gibt sogar Berichte davon, dass man diese Scheibe zum Schmelzen gebracht hat. Also dass das Aluminium geschmolzen ist. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, wie man da fahren muss, um eine Bremsscheibe zum Schmelzen zu bekommen. Das ist mir noch nie passiert. Und das habe ich auch nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr ausgiebig getestet mit dem Kind, nee, mit dem Lebo. War das in Grindelwald? Ich glaube, das war in Grindelwald, ja. Das erste Mal in Grindelwald. Da habe ich das getestet, ewig lang runtergebremst und überhaupt keine Probleme, nichts geschmolzen, Bremse hat immer noch gut gebremst. So, ey, ich lese mal wieder ein paar Kommentare von euch. Nach Blaustein. Ohne Bremsen machen Stoppies nach so viel. Achso, der Bernd hat es geschrieben. Das Schmelzen beim Labortest. Okay. Ja, okay. Okay. Die Trail Sport hatte im Frühwehrtest sogar mehr Biss als die NT7. Trail Sport, was war nochmal eine Trail Sport? Ist das eine Bremse oder Bremsscheiben? Was war das? Oder meinst du Tricks? Bremse, Trail Sport? Ist das eine Bremse, Björn? Muss ich mal nachher gucken, habe ich noch nicht gesehen. Livestream mit Kaiserschmarrn. Oh, lecker, Alter. Ich habe schon so lange keinen Kaiserschmarrn mehr gegessen. One Life Gaming. Mir geht's sehr, sehr gut. Ein bisschen müde heute, aber sonst geht's mir gut. Teste doch mal hinten 203er. Ist ganz angenehm. Ja, habe ich aber auch schon. Habe ich schon gefahren. Also habe ich auf den Stumpjumper habe ich lange Zeit 203er drauf gehabt. Und genau. Also jeder so wie er mag. Also geht auf jeden Fall auch. Kann man Ottweiler den Trail auch mit dem E-Fully fahren? Ja, auf jeden Fall, klar, auf jeden Fall. Dann kannst du, ich glaube, wenn du Ottweiler mit dem E-Bike kommst, bist du schneller oben als wir mit dem Shuttle hoch. Aber man kann da auch locker hochschieben. Also ich glaube, ich würde gar nicht den Shuttle mehr nehmen, sondern mit euch zusammen hochschieben, weil dann können wir auch miteinander quatschen, beziehungsweise hochtreten. Und das wäre auf jeden Fall eine richtig geile Aktion. Fahr eine Code, dann schmilzt die Scheibe automatisch, ja. Meinung zu Radon, ich bin noch nie ein Radon-Bike gefahren, kann ich hier nichts darüber sagen. Butcher vorne und Eliminator hinten, ich fahre am liebsten Butcher vorne und hinten. Eliminator geht, aber Butcher mag ich lieber. Welche preiswerten Hotels ich selber empfehlen kann? Einfach auf booking.com gucken. Ich habe da Preiswerte, weiß ich nicht. In Sassbachwalden war ich schon mal, war ziemlich cool. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Trails. Bikepark Leogang oder Schladming? Schladming war ich noch gar nicht. Leogang war ich nur eine Abfahrt. Also wir sind in Saalbach Hinterglemm gewesen und sind dann über diesen Wurzeltrail oder Wurzelpass sind wir rüber nach Leogang gefahren und dann bin ich einmal den Hangman, glaube ich, Hangman 2 oder was. Bin ich heruntergefahren, gibt es auf meinem YouTube-Kanal auch ein Video, also einfach Leocast Leogang eingeben, dann seht ihr, welche Trails ich da gefahren bin. Wenn ihr mich irgendwie beim Sprechen spucken seht, das sind alles Animationen. Das ist nicht gespuckt. Ich kann hier halt nichts rausschneiden. Der Akku in dem Bike, warte, ich schraube mal auch weiter. Der Akku in dem Bike ist hier drin verbaut. Aber du kannst den Akku nicht einfach so rausholen. Also wenn du das Bike laden willst, dann musst du es komplett mit ins Haus nehmen. Du kannst den Akku nicht rausholen. Wenn, dann musst du dafür hier alles abschrauben, wahrscheinlich auch den Motor abnehmen. Dann kannst du den Akku rausholen, aber das sollte man nicht tun. Also das ist nur so nicht vorgesehen. So, ich schraube mal weiter, wo ich stehen geblieben. So, ich hole euch mal, damit ihr ein bisschen mehr seht, damit ich auch ein bisschen näher hier ran bin. Ich mache die Bremse ab. Das ist ein Zangenringschlüssel. Zangenringschlüssel. Wann kommt die Verbrennerversion? Alter, da hatte ich auch Bock drauf. Da hatte ich auch Bock drauf. Schön Sound. Ich bin ja gerade eine App am entwickeln für Soundgenerator für E-Bikes. Also wenn du mit normalen Bike fährst, kannst du mit der App ein E-Bike-Geräusch erzeugen.
was ich finde, eine geniale Idee ist. 100% bei Leo Kast. Habt ihr Bock auf so eine App? Ich sag's euch, also es geht. Es geht, es passiert was. Ich spreche nur etwas langsam. Das mit 2 Stunden wird nichts werden. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wo stehen die Uhrzeiten? Ich sehe es hier nicht, weil ich gerade, ich habe hier 3 Fenster auf. Wie lange läuft der Stream schon, Björn? Kannst du mir das sagen? Bald 1 Stunde. 55 Minuten, ja, da kriege ich schon hin. Aber wie habt ihr da Bock? Also ich habe es jetzt um 8 Uhr gestartet, die Livestreams, also den ersten und heute den. Was wäre dann für euch eine optimale Zeit für einen Livestream und Dauer? Wie habt ihr denn Bock dazu, euch mir zu geben? Es gibt dann nachher natürlich Rabatt beim Psychologen, gell? Wenn ihr mir zu viel zuschaut. Ich grüße dich und deinen Kumpel Mountainbike Jean-I. Her mit der App. Nee, hat 19 Kilo plus, das Levo hat knapp 17. Das Levo ist leichter, das Levo ist L, ja, stimmt. 10 Stunden, 20 Uhr ist sehr gut, solange wie es geht halt. 20 Uhr, 2 Stunden. Wäre geil, mit den fetten Box im Rahmen integriert. Alter, das wird richtig fett, dann so eine richtige Crew und dann überholen wir einen anderen E-Bike-Fahrer. 20 Uhr finde ich gut, kann heute auch länger sein. Bis 5 Uhr morgens, Open End. Das ist ein, genau, Kasper, das ist das Specialized Kenevo SL. Das ist ein, also Geometrie eines Specialized Enduro, aber halt als E-Bike, E-Bike Lite. Cube Bikes, also ich bin selbst noch keins gefahren, aber ein Kumpel von mir hatte eins gehabt, beziehungsweise noch ein anderer auch. Und funktioniert auch gute Bikes und sehr, sehr preiswert. Also, wem die Optik gefällt, auf jeden Fall. Wer? Lance Wood. Verdammt, hat gerade einer geschrieben. Lance Wood hat geschrieben, ich will ein Kind von dir. Aber das geht doch nicht. Walder, ja, nächstes Mal Walder. Guckt der Walder überhaupt zu? Walder, guckst du überhaupt zu jetzt hier? Ist der Walder hier im Chat? Walder. Der Walder hat mich bestimmt nicht abonniert, deswegen kann er auch nicht schreiben. Ob das Kinevo schon Mastermind TCU hat? Ich weiß nicht, was das ist. Im Radladen arbeitest du bis 18 Uhr arbeiten. Genau, da kannst du notfalls auch gucken. Okay. Bikepark Geißkopf, mal schauen, ob es dieses Jahr klappt. Galfahrscheiben bin ich ja auch schon ausgiebig gefahren, mag ich auch sehr. Auf jeden Fall. Fahre aber, boah, seht ihr, das, wie kalt es ist. Fahre aber doch noch lieber die Shimano. Ich mache die Lüftung an. Wie ist der Sound? Warte, ich mach mal voll. Hört man die Lüftung? Okay. Kann das Klebo autonom fahren? Der Motor ist von Mahle. Okay, den Brummer hört man nicht sehr gut. Seven Wheels Bike hängt auf einem Ast. Leo Kast hängt auf. Ja, Mann. So. Was geht eigentlich mit Miss Peaches? Gar nichts, Leute. Wir sind einfach nur Freunde, nur weil wir zusammen. Habt ihr keine weiblichen Freundinnen? Freunde? Alles gut. Also wir sind nicht zusammen oder so. Wir sind da kein Pärchen. Wir fahren nur zusammen Fahrrad. Mehr ist da nicht. Und Einsteigerbike, Einsteiger-Downhill-Bike für 1300 Euro wird schwierig. Da empfehle ich aber für 1300 Euro kriegst du ein sehr gutes gebrauchtes Fahrrad. Da einfach schauen nach einem gebrauchten Bike. Am besten nicht zuschicken lassen, sondern hinfahren und sich das Bike genau anschauen. Ich hatte auf meiner Website mal eine Tippseite, was gebrauchte Bikes anbelangt. Die existiert leider nicht mehr, aber nochmal ganz kurze Tipps. Gebrauchtes Bike kaufen, hinfahren, anschauen, alle Schweißnähte checken. Also wenn das ein Carbonrahmen ist, sollte das Bike sauber sein. Alle Stellen hier checken, wo überall hätten vielleicht Risse sein können. Also wenn da ein Riss drin ist, dann ist so ein Lack, so ein kleiner Riss, dann das Bike nicht kaufen. Bei Aluminium-Bikes ist das nur in der Schweißnaht meistens.
Schauen, dass da alles passt. Dann Hinterbau checken, dass da kein Spiel ist. Gabel checken, dass da kein Spiel ist. Also das Bike sollte einwandfrei sein und da kann man sehr, sehr gute gebrauchte Bikes kaufen, wie zum Beispiel mein Stumpjumper. Das ist zwar kein Downhill-Bike, aber das wird, ey, das in den Top-Zustand geht das dann nachher weg. Ein gutes Gespräch. Ich habe ein gutes Gespräch mit Miss Peaches. Ne? Rainer schreibt, eine rein freundschaftliche Beziehung zwischen Mann und Frau sehe ich sehr kritisch. Leichtes Knacken ist in Ordnung. Am Bike meinst du leichtes Knacken? Maulringschlüssel. Bitte, das heißt Maulringschlüssel. Okay, danke. Nee, ich habe keinen Stress mit Farbe. Wie kommst du da drauf? Willst du weiter lenken, meine Lese? Ja, Walter. Walter soll einen YouTube-Kanal machen und mich abonnieren. Der Unterschied zwischen Butcher und Eliminator, ja, ist, oh, der Butcher ist halt ein anderer Reifen, hat eine andere Stollenanordnung. Und der Butcher, so, also rein optisch natürlich ein Unterschied. Und von dem Fahrverhalten finde ich, dass der Butcher direkter ist. Also wenn das Bike neigst, geht es mehr in die Kurve. Beim Eliminator ist das eher so geschmeidiger, finde ich. Und auch ich finde der Grip bei dem Butcher besser auf dem Hinterrad, also gar in Kurven auch. Matthias Strecker, vielen Dank. Schon Mallet probiert? Nein, David Schäfer möchte ich aber unbedingt. 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 So, ich mache jetzt noch mal weiter. Ich habe jetzt hier die Leitung gekappt an der Bremse. Jetzt ziehe ich die Bremse raus. Und letztes Mal, habt ihr das letzte Mal in dem letzten Stream gesehen? Ich wollte ja die neue Bremse reinziehen. Das hat ja nicht geklappt, gell? Ich habe die von vorne reingedrückt. Das hat keiner gemerkt. Ich habe die Bremse genommen mit dem Sattel und wollte es so reinstecken. Also das heißt, dass der Sattel dann am Lenker wäre und der Hebel an dem Hinterbau. Aber keiner von euch hat es gemerkt. Keiner hat dazu was geschrieben. Wer ja, hast du es gemerkt? Ah, okay. Der Björn guckt gar nicht das Video, guckt nur im Chat. Ja. Boah, das wird schwierig hier hinter. Boah. Ich glaube, die Hinterradbremse. Ich glaube, das sprengt heute die 2 Stunden auf jeden Fall, weil die Hinterradbremse. Moment, ich zeige euch das. Ach, die Scheiße. Die habe ich schon mal ab. Die schon mal ab und zeige ich euch etwas. Der Rahmen hat eine Führung für die Hinterradbremse und für den Zug, von der Schaltung. Aber ich zeige euch jetzt mal was ziemlich krass ist. So, ich hoffe, dass jetzt nichts abstürzt hier. So, pass mal auf. Seht ihr das da? Also die Leitung geht hier raus und da geht sie in den Rahmen wieder rein. Da drin, jetzt seht ihr es nicht. Alter, das wird der Tod. Wisst ihr, was das heißt? Der Dämpfer muss raus. Der Dämpfer muss raus. Und wir machen jetzt gerade mal eine kleine Aufnahme vom Bike. Ihr seht, wie schön das glänzt. Ich werde das ganze Bike auch noch abkleben, aber das kann ich nicht im Livestream machen, weil das dauert mehrere Stunden. Und hier seht ihr auch nochmal unten den Bauch. Also hier ist ein riesiger Protektor. Bei anderen normalen E-Bikes kann man den Akku hier rausziehen. Beim Levo kann man den Akku hier rausziehen. Bei diesem geht das nicht. Hier ist die Ladebuchse. Gabel. So. Funktioniert noch alles? Ja, warte, mach mal das Bild ein bisschen größer. So. Blindleitung mit der alten Leitung. Ah, Thomas, du hast recht. Nein, das hätte ich machen sollen. Nein, das hätte ich machen sollen. Ich habe es in den Tutorials, ja, ich habe es in den Tutorials ja schon gezeigt, dass man an die alte Leitung
die neue Leitung so dran machen kann. Beziehungsweise eine Blindleitung, ja, dass die dann nicht direkt Leitung. Ah. Okay. Es muss aber auch so gehen. Ja, genau. Mike schreibt es gerade mal, warum findest du nicht die neue mit der alten Bremse? Dann ziehst du mit durch. Also so ganz geht das nicht, weil du hast ja beide Zangenseiten, also beide Sättel. Wenn du die beiden aneinander machst, dann hast du das Problem, dass du den Bremssattel am Lenker hast. Das heißt, man müsste erstmal eine Blindleitung ziehen, so wie der Thomas schön gesagt hat, und dann mit der Blindleitung nochmal in die andere Richtung die Bremse durchziehen. So wäre es gegangen. Ja, aufflexen. Ja, genau. Madeira war sehr, sehr geil, aber war auch anstrengend. Ich habe mich mehrere Male aufs Maul gelegt. Also ich habe gezählt 6 Fails. Ich meine, es sind auch alle im Video, aber nicht alle waren tödlich. Also nur 2 davon waren richtig tödlich. Genau, 2 waren, ja, genau. Ja, Sam vs. Bike. Genau, geil. In Madeira sind die Steine nicht so sympathisch, das stimmt. So. Wie sind die Perspektiven? Können wir von hier einen durchziehen? Was? Jetzt hören wir. Was für ein Sattel ich drauf habe? Ich habe hier den Specialized Hench, nee, Phantom. Das ist der Phantom. Oder heißt der genau, das ist der Phantom. Und ich habe aber von Specialized diesen kranken neuen Sattel bekommen, diesen Mirror. Den habe ich jetzt auch in der Duo drauf. Leute, das ist ein kranker Sattel. Ohne Scheiß, das ist ein kranker Sattel. Absolut. Den habe ich auch in der Duo drauf und bin ich auch schon gefahren. Aber noch nicht so lange auf Tour. Aber krasse Sache. Rein optisch schon. Mega krass. Bremse durchziehen. Hinterradbremse. Wo ist denn die Shimano Hinterradbremse? Da ist die Bremse. So. Hier kommt jetzt eine XT drauf. Ja, frisch gefangen. Da haben wir hier so ein kleines Löchlein. Da sieht man das. Und da steckt man das rein. Ich krieg das niemals da an der Stelle durch. Warum liegt der Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Was für eine Maske? Kannst du einen durchziehen? Der Status verkauft, Status ist weg, ja. XT, Shimano XT, 4 Kolben, ja, da schon 4 Kolben. Also auch hinten, 2 Kolben habe ich auf dem, 2 Kolben habe ich auf dem Rockhopper drauf. Boah, Leute, ich glaube, ich bekomme das so hin. Ich muss voll zielen. Moment. Das hier nochmal zur Werkzeugkunde. Was würdet ihr sagen, was das hier für ein Werkzeug ist? Aber bitte eine richtige Werkzeugkunde. Los. Der Pakusch geht auf. Pakusch macht gut, macht's gut. Hammer, Nasenpopler, Bohrer, Schraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Zollstock. Das sind Leute. Das ist ein Zollschraubendreher. Ein Zollschraubendreher. Ich denke, ja, unter 20 Kilo. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie schwer die Laufräder hier drauf waren, die Roval, im Vergleich zu den Spank. Weiß ich noch nicht genau. Boah. David Dorn hat morgen Geburtstag. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch, David.
Oh nein, der Dämpfer muss raus, Alter. Ist die Perspektive gut oder soll ich. Ja, ich drehe es nochmal. Dass ihr ein bisschen mehr seht. Die Bremse muss raus. Ah, die Bremse. Nein, der Brems. Nicht die Bremse, sondern der Brems. Bremssatteldämpfer. Der Bremssatteldämpfer muss raus. Der Brems. Was sagst du, Björn? In 2 Stunden schafft man das nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich werde. Mal schauen gleich, wie weit wir sind. Grip 2? Ja, auf jeden Fall. Grip 2, Gabel fährt sich richtig geil. Ich habe ja jetzt auf meinem Duo, habe ich ja auch die Fox 38 mit Grip 2 Kartusche. Habe jetzt aber die Öhlins-Gabel drin. Funktioniert beides sehr geil, aber ich will halt Öhlins noch ein bisschen weiter testen, weil ich habe die Öhlins-Gabel und den Dämpfer ja für meinen Stumpjumper bekommen von MRC Trading. Vielen Dank nochmal dafür. Und da wollte ich es halt testen, aber ich habe es nur in Grindelwald gefahren, ein paar Mal hier, und ich wollte es halt noch ein bisschen länger fahren. Deswegen ist das auch im Enduro drin. Aber die Fetch auch mega geil, die Öhlins RXF 36. Warte mal, ich brauche hier noch ein Zolldreher. Stefan Lüttenberger, mach's gut, ciao, ciao. Wie schmecken die Pfirsiche auf Madeira? Gab es da Pfirsiche? Gurken habe ich gegessen, die waren nicht so gut. Aber Pfirsiche weiß ich nicht. Oh, muss ich ja gar nicht rausholen. Ja, auf Madeira. Ja, wir waren ja in Restaurants auch essen. Gab es welche, die gut waren, und es gab auch Restaurants, das ging gar nicht. Also, deswegen. Oh, freue mich dich. Warte mal, ich muss mal hier den Dämpfer aufhängen. Ja, wo ist denn jetzt? Oh, wo sind jetzt meine Bänder? Ich kann jetzt noch ein paar Kommentare vorlesen. Wann und wo das E-Bike-Rennen ist, was ich fahren möchte. Juli und August, aber das wird in der Schweiz, in Italien und Österreich sein. Falun? Boah, ich müsste mal nachschauen. Aber wenn das ansteht, gebe ich auf jeden Fall nochmal Bescheid. So, was ich jetzt mache ist, ich ziehe, wenn man, kann ich das auch anders machen? So, ich will diese Position. Deswegen werde ich jetzt den Hinterbau hier so fixieren. Mit diesem Klettband. Dieses Klettband ist aus einer Weltraumtechnik. Also aus einer Weltraumtechnik rausgeklaut. Boah, wow, guck mal. Warte mal, ich zeig's euch nochmal. Ja. Wir füllen hier jetzt was ein. Krasse Technik, oder? Krass. Dieses Video ist übrigens gesponsert von Stirn. Weil man hier ab und zu mehr als 30% Stirn sieht. So. So, seht ihr das? Seht ihr gar nichts. Ach. Da hat jetzt einer geschrieben. Wer hat das geschrieben? MOS hat geschrieben, den Karton kannst du als Studentenwohnung vermieten. Geil. So, hier ist ein kleiner Kanal. Da führen wir die Leitung ein. Ganz sanft. Noch spüre ich da keinen Widerstand. Ich weiß nicht, wie das hier im Kenevo aufgebaut ist. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Es kann aber auch sein, dass das nicht so einfach geht. Ich weiß nicht, wo das jetzt gerade hier durchläuft.
Okay, es geht weiter. Aber es kann echt sein, dass es da an der Batterie vorbeigeht. Ich weiß es nicht. Manchmal hilft es, die Leitung ein bisschen zu drehen. So, beim Durchfilmen. Der Björn rotzt sich weg, was? Ob ich für das Klettband wieder durch die Zeit gereist bin? Nee, nur durch eine Sicherheitskontrolle. Durch. Illegal. Weltraumtechnologie. So, was ich jetzt machen muss, ist, muss hier den Tacho abschrauben. Tacho. Den Tachometer. Der muss ab, damit ich hier. Oh, das ist ein Torx. Damit ich hier rankomme. Der geht dann rechts raus. Hier muss er dann rauskommen, der Kollege. Der Kollege. So, das ist Taco. Steckt wahrscheinlich gleich im Akku. Boah, Alter, echt, das kann schon sein, dass es da irgendwo rumfliegt. Und das hier ist langsam. Nee, die Schaltung. Okay, ich muss aber auch. Ich muss das hier auch abschrauben. Ob ich das neue Tacho von Rocky Mountain jeweils gesehen habe? Nein. Das ist wunderschön. Das Rad, naja. Alex Bartke, mach's gut. Ciao, ciao. Boah, da liegen so viele Schrauben auf dem Tisch rum. So, jetzt zieht man hier dieses Ding raus und jetzt kann ich hier ein bisschen besser reinschauen. Dann wollen wir mal reinschauen. Wir schauen uns das mal an, was da dann vor sich geht. So. Wow, was ist da los? So, und jetzt muss ich versuchen, die Leitung hier reinzuschieben. Wenn ihr guckt, ob da was kommt, dann schreibt ihr. Okay. Ob man meine Stirn als Werbeträger bieten kann, ja. Hier könnte ihre Werbung draufstehen. So, ich muss jetzt mal ein bisschen hier. Also wichtig ist, wenn ihr solche Fummelarbeiten macht, das müsst ihr üben. Nicht einfach so pummeln, sondern so, Level 1, Level 2 ist so. Probiert es mal aus, die Lippen ganz fest zusammendrücken. So könnt ihr, also die Synapsen werden so aus euren Lippen und aus eurer Stirn rausgedrückt in die Gehirne, ins Gehirn. Und damit könnt ihr schärfer denken. Bisschen drehen. Boah, warum hab ich immer so ein Pech? Bisschen drehen. Ich glaube, das wird halt nichts. Ob der X2 Dämpfer auch einen Stumpjumper passt, also der hier bestimmt nicht, aber
Einer in der richtigen Größe auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Was schreiben? Axel Schweiß schreibt, Zunge raus ist Level 100. Ja. Okay, das fühlt sich nicht gut an. Haben wir niemanden, der in der Specialized Fahrradwerkstatt arbeitet und weiß, wie man die Leitungen durchbekommt? Was ich von meiner Lieblingsmarke Trek halte. Ich sehe schon Motor draußen oder irgendein Kabel von dem Akku. Ja. Ja. Oder irgendein Kabel. Scheiße. Oh. Der Akku muss raus. Ich habe mir das nämlich schon fast gedacht. 11.000 Euro Bike kaputt gemacht. Mama, ich habe das Fahrrad kaputt gemacht. Das ist jetzt wie eine Geburt. Und das in einem Livestream. Und das in einem Livestream. Unglaublich. Ja, jemand hatte gerade eine gute Idee gehabt, von unten einen Bautenzug nach oben zu ziehen. Ja, ich probiere es mal. Das ist eine gute Idee. Wie weit war ich jetzt gerade drin? Bis hierhin bin ich gekommen. So, was wir jetzt machen ist, probieren es mal aus. Aber nicht den. Ihr seht, meine Werkstatt ist zu klein, gell? Muss ich mal hier durchquälen. Okay, also ich nehme jetzt hier so einen Baudenzug. Nee, Seilzug. Meinst du jetzt Baudenzug oder Seilzug? Baudenzug, dann müsste ich das mit der Bremsleitung auch hinbekommen. Du solltest zuerst die Gabel unter deinem Haus bauen und mir schenken. Leute, so kommen wir heute überhaupt nicht weiter hier. Leg doch die Leitung einfach unten am Rahmen entlang und fixieren. Ihr habt selber gelesen, oder? Was der Kollege geschrieben hat, der Flying 2-3. Geil. Herrlich. Warte mal. Ich muss ja von oben. Ich muss ja von oben und dann so durch. Aber so kriege ich es ja kaum durch. Und so wieder oben. Dann lese ich ein paar Kommentare vor. Ich muss auf jeden Fall den Kofferraum saugen. Alter. Dann sollen wir einen Fahrradladen aufmachen, der ist dann lost, komplett. Boah, ich bin durch! Ich bin durch! Aber ich muss noch da. Oh.
Boah, warte mal, ich bin komplett falsch im Moment. Ach du Scheiße. Nee, warte mal. Warte mal. Ah, easy. Easy, einfach den Kofferraum, einfach den Dings. Wie heißt das? Nicht Kofferraum. Motor. Wie heißt denn das? Motor-Dingsbums. Motorklappe. Wie heißt die Motorklappe? Kofferraum. Motorhaube! Motorhaube, ja. So, die Motorhaube einfach mal rausgemacht. Und jetzt easy. Guck mal, was da. Was ist da los? Was ist da überhaupt los? Und dadurch das Loch, da muss ich durch. So, jetzt wäre es gut, wenn ihr mir helfen würdet. Wenn mir das Handy einmal runterfällt und das Kabel weg ist, dann war es mit der Aufnahme. So, ich zoome mal rein. Achtung, bitte Mundschutz jetzt tragen. Ah, das bringt ja eh nichts, weil ich muss ja da an den Batterien, an der Batterie vorbei. Aber ich probiere es trotzdem nochmal so. So, Ölwanne. Erste Aussagen. Die Ölfilter. Kühlwasser kannst du auch gleich dafür, Leute. Sei nicht. Krass, echt. Genau mein Humor. Also ich mache das jetzt einfach hier so fest. Mit Panzertape. Oder? Wer ist dafür? Oder mach ich mal hier. Hier. Ich mach's einfach hier so fest. Okay, das müsste ich aber jetzt hinbekommen. Einfädeln. WLAN-Bremse. WLAN-Bremse. Gefährlich. Plus 1 Panzer. Null Kabel. Das Rennen reicht das. Geil, Leute. Ich liebe euch, echt, ich liebe euch. Unterbodenbeleuchtung, ja. Das wäre geil, da kann keiner was sagen, ne? Weil ein Auto ist ja verboten. Früher sind wir alle mit Unterbodenbeleuchtung rumgefahren, heute darfst du es nicht. So, halt mal fest jetzt, bitte. Tigerpflaster. Da ist ein Specialized Motor drin. Specialized. Specialized. Ah, jetzt was gibt der? Hier. Hier ist es wichtig jetzt, dass sie einen Hakenschlag macht. Einen Haken. So. Gehakt. Von wem war jetzt eigentlich der Tipp nochmal mit dem Bowdenzug? Der kriegt mein Erstgeborenes.
Welche Handschuhe ich fahre? Ich fahre die Liat DBX3, aber jetzt habe ich ganz neu die Liat DBX4. Die haben nämlich noch mal ein bisschen mehr Schutz auf den kleinen und auf dem Ringfinger. Liat DBX 4.0. Ob ich mein Leben noch habe? Ja. Aber ich glaube, ich werde jetzt beim E-Bike dann nur noch hier das fahren. Boah, das geht da nämlich nicht durch. Das ist nicht so eng. Ich habe noch nicht mal eine Lampe. Das geht nicht, ich kann mein Handy nicht nehmen zu beleuchten. Wieso ich kein Dirtbike mehr habe? Ich muss es zurückgeben. Ich kann ja die Bikes, also ich habe das Bike, muss ich zurückgeben. Alina fragt, was da für Reifen drauf kommen. Da kommen vorne der Butcher, Grid Trail in T9 und hinten auch der Butcher in Grid Trail T9. Ich überlege, ob ich da noch ein Tarnus-Tire-Inset einbaue, aber die Reifen sind jetzt schon aufgebaut, deswegen erstmal nicht. Aber dann, wenn es ja losgeht, dann auf jeden Fall. Boah, Alter. Das hier nicht durch. So ist das manchmal. Dann wird so ein Schraubertag. Also manchmal bin ich hier so 4, 5 Stunden drin, wenn ich am Filmen bin und habe da noch nicht mal viel geschafft. Jetzt bin ich ja noch mit euch am Quatschen, aber das hier hält mich jetzt total auf. Ich wäre schon längst ausgerastet. Ja, es muss ja irgendwie gehen. Mach's gut, der Marlon. Kann schon sein, dass da eine Führung ist. Müsste auch sein. Könnte auch vielleicht der Grund sein, warum ich da jetzt nicht durchkomme mit diesem Geruschel hier an dem Kabel. Kann man das Levo an der Auto-Schnellladestation laden? Brauche ich Dieselgenerator? Das weiß ich nicht, ob du das da laden kannst. Wenn eine Steckdose ist, bestimmt. Scheiße. Das geht so nicht. Muss die ganze Frame hier abmachen. Versuch mal ohne Bodenzug, ja. Ich hätte schon lange die Flex geholt, schreibt der Verdichter. Wäre cool, wenn im Hintergrund auch noch jemand tanzen würde. Das wäre echt nicht schlecht. Dann würden wir aber, glaube ich, alle so stehen. Also. Oder? Ja, Akku raus. Dann wird es auf jeden Fall gehen. Narben habe ich da die Spank Hex Narbe. Schön, schön viele Klicks. Ich glaube 96 Klicks, bin mir gar nicht sicher, 96.
Also sind 6 Sperrklinken. 6 Sperrklinken und ganz, ganz viele Zähne. Das ist hier eine Spank-Hexnarbe. Walder. Wenn der Walder im Hintergrund tanzen würde. Haha, wir sind da. Jawohl. So, ich hab's durch. Yes! Yes! So. Jetzt kommt die Motorhaube wieder drauf. Alter, das ist ein fetter Protektor, Leute. Schau dich das Ding an. Das ist ein fetter Protektor. Das ist sogar so ein Motorsport-Schnellverschluss hier. Ich muss das eben gar nicht aufschrauben. Bin leid, war das gerade der Kofferraum? Das war nicht der Kofferraum, das war die Motorhaube. Hier ist der Motor dran. Der Kofferraum hat das Levo SL nicht. So Leute, wir haben es geschafft. Das Schlimmste, was es gibt, ist beim Schrauben eine Kurbel nicht abbekommen. Das ist das Allerschlimmste. Eine Kurbel. Da denkst du irgendwann, war das nicht doch Rechtsgewinde? War das nicht doch Linksgewinde? Das ist so der Horror. So der Horror. Wer kennt das? Wer hat sich da schon mal einen abgebrochen? Richtig übel, eine Kurbel abzudrehen. Der Björn musste schon mal eine aufschneiden. Für alle, die es jetzt eingeschaltet haben, der Björn sitzt bei mir hier am Ohrhörer und liest mir manchmal eure Kommentare vor, wenn ich keine Zeit habe, die ganze Zeit drauf zu gucken. Die Farbe ist echt geil, ja. Unterfahrschutz, keine Motorhaube. Ja, aber da ist aber auch direkt der Motor. Deswegen muss das dann, das ist ja dann eigentlich dann schon. Doch, die Motorhaube. So, hier ist das Kabel jetzt. Kabeljau. Und hier haben wir jetzt so. Geht ab, oder? Ne, den müssen wir jetzt hier noch durchfremeln. Da ist er. Der Freund. So. Blutrail Ottweiler ist am Start. Ich habe eben den Jungs schon erzählt, Jungs und Mädels schon erzählt, dass wir da was am Planen sind im April. Und es freuen sich alle drauf. Aber es sind teilweise ein paar Leute richtig weit entfernt. Also hier so 300, 500 Kilometer, das ist schon sehr, sehr weit. Für mich sind es ja auch, wie weit war das? Auch 3 Stunden, gell? Björn. 2 Stunden sind wir gefahren. Moodless Project, ich habe mir eine Kettenpeitsche zerlegt. Also das ist mir auch schon oft passiert. Bei Kassette, also bei Kettenpeitsche. Also hier das ist ein Peitschkette. Hier dieses Werkzeug. Damit kann man eine Kassette abziehen. Abdrehen. Muss ich gleich auch noch machen. Hier das empfehle ich euch. In der guten Qualität zu kaufen. Also nichts aus dem Baumarkt, nichts aus dem Supermarkt hier in unserer Lieblingsecke, so Fahrradecke, nicht dort. Das muss eine gute sein, weil hier dieser Bolzen, der kann rausbrechen und dann tut das weh. Und man kann damit auch die Kassette kaputt machen. Das hier ist der andere Schlüssel, der heißt CL-Werkzeug. Ich weiß nicht genau, was für Namen ich habe.
Oh, wir haben die Leitung endlich durch, Leute. Was schreibt ein Florian Ottweiler? Der Hahn kam, ist auch mit dabei. Der Hahn kam. Kurbeln kann man auch während der Fahrt abreißen. Zum Glück ist mir das noch nie passiert. Also davor habe ich echt Angst. Manuel! Manuel Gudemann, gute. Unterfahrschutz. Moin, bin erst rein. Was machst du eigentlich in alten E-Bikes? Harzreiter, die gebe ich zurück an Specialized. Kann man Ottweiler auf dem Parkplatz im Auto pennen? Ist eine gute Frage. Im Unterschied zu Grip 2 Version heute VVC groß bzw. viel zu. What? Was mit dem ersten? Die ersten Grip 2 Versionen bin ich nicht gefahren. Ich habe Grip 2 nur hier in der Fox 38 gefahren. Deswegen habe ich keine Vergleichswerte. Johannes, aha, Mountainbike Freeride Downhill, was geht, was geht? Wir sind hier so ein bisschen am Schrauben, neues Bike. Wäre wohl cool, wenn ich mal ein Custom-Bike zusammenbaue. Ja, was ist ein Custom-Bike? Also ich habe ja schon, ich baue die Bikes ja schon fast komplett um, bis auf Kurbel und Schaltung hier bei dem Bike, bis auf Gabel. Und das Status habe ich ja komplett selbst aufgebaut und das Rockhopper habe ich auch komplett selbst aufgebaut. Das Rockhopper, Alter, Leute. Ich habe mir das für 550 Euro gekauft und habe das komplett zerlegt, komplett, und habe am Ende nur noch den Rahmen gehabt. Die Leitung, ob die reicht. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das ist aus dem Levo, die Bremse. Ja, sieht gut aus. Einfach Zange. Was ist denn jetzt für ein Bike? Was ist denn jetzt? Das ist ein Specialized Kinevo SL. Also so das Enduro Specialized Bike, aber als E-Bike. Und als E-Bike Light. Also leichter und aber auch weniger Antrieb. Kinevo SL Expert ist es. Ne, das ist das Kinevo SL Expert. Achso, Björn. Nee, Björn. Ist verschrieben. So, okay, wir machen jetzt weiter. Ach, endlich. So, jetzt kommt hier die Dings Tacho wieder rein. Oh. Die Schraube vom Tacho ist runtergefallen. Jetzt müssen wir mal suchen, helfen. Helfen, suchen. Da ist. Danke. Danke. Danke für die Hilfe. Für alle, die neu dazugekommen sind, das Video ist gesponsert von Stirn, weil zeitweise mehr als 50% Stirn im Video zu sehen sind. Torx gewesen. Ob ich einen Rage Extender zum Bike dazu habe. Ich habe jetzt. Ja, ein Rage Extender ist. Ein Rage Extender ist ein Zusatzakku, den man hier statt eine Fahrradflasche reinschiebt, dann hier anschließt, dann hat man zusätzlichen Akku. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie groß das ist, also wie viel PS Hubraum das mehr hat, aber. Im Karton liegt noch irgendwas rum. Ich weiß nicht, ob das. Nein. Ich habe auf jeden Fall das Kabel. Das Kabel habe ich dafür auf jeden Fall. Das Schaltauge. Das ist das Kabel. Ich glaube aber nicht, so wie sich das hier anfühlt vom Gewicht her, ist da keiner dabei. Wow! Da sind ja noch lauter Geschenke drin. Benny, vielen, vielen Dank! Das sind noch. Oh! Für den Spacer. Nochmal Kabel. Kabeljau. Ne, kein Rage Extender dabei, das ist nur das Ladegerät.
Das habe ich fest. Die Bremse machen wir gleich. Wir machen jetzt den Dämpfer wieder lose. Moment, ich stelle es mal so, dass ihr mitarbeiten könnt. Wie viele Zuschauer sind überhaupt online? Ich weiß gar nicht. Ich sehe das alles nicht. Ja. Werbung. So, Dämpfer. Oh, ich habe da noch eine Schraube liegen. Ich weiß nicht, woher die ist. Björn, bist du noch da? Ja? Oder Björn ist weg. Moment mal. Entweder ist der Akku leer. Björn, versuch mich mal an. Ups. Versuch mich mal anzurufen, bitte. Selbstdesign mit Fallschirmen. Tokens. Ich habe da jetzt noch gar nichts dran verändert. Björn, kannst du mich wieder anrufen? Aber ist nicht schlimm, wenn der Björn weg ist. Ich schaue einfach noch ein bisschen öfter auf den Chat. Björn, hast du mir die Stirn geboten? Boah. So, Björn, bist du da? Oh, warte, ich muss das wieder verbinden. Oh, da sind ja noch das iPhone. Das kriegt jetzt wieder nicht hin. Wie lesen das hier mit iPhone? Oh nein. Björn, oh, warte mal, da. Jetzt. Ich bin ja ein Android-User. Mit iPhone kenne ich mich nicht aus. Björn, ich glaube, das wird nichts, weil ich muss mich da wieder einwählen und ich habe den Code hier für das Handy nicht. Ich mach dann so weiter, du kannst ja noch ein bisschen mit drauf schauen, aber. Ich lese dann selber die Kommentare ein bisschen öfter, schaue ich mal drauf. Danke dir. Alles klar, danke dir. Mach's gut. So, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Ich muss ein bisschen öfter auf den Chat schauen. Kenne mich, Björn, komm rein. Björnout, ja, das ist gut, Björnout. Tokens, aber sonst immer ein Token, wenn das eine Fox zum Beispiel war. Bei der Ölins sind ja keine Tokens, da ist eine Negativkammer, Negativluftkammer. Freut euch über die Stirn, ja. 9 Minuten habe ich noch Zeit. Haben wir schon so spät oder was? Haben wir gleich 2 Stunden? Ich sehe das nicht, weil bei mir, ich habe alles hier drin. Ah, da habe ich eine Uhr. Ja, okay, ich sehe es. Okay. Ja, ist halt dann die Frage, ob wir dann noch ein bisschen weitermachen sollen oder ob ihr schon die Schnauze voll habt. Ich kann ja noch 35 Newtonmeter, ja. Okay. Gut. Also Dämpfer ist wieder drin. Jetzt machen wir. Ich mache mal gerade die Bremse hinten fest. Seht ihr das? So, Bremse hinten fest. Und was nehmen wir dafür? Natürlich Titanschrauben. Bei Shimano XTR, also das ist keine Werbung, aber ist einfach so zur Information. Bei Shimano XTR Bremsen sind Titanschrauben mit dabei. Ich habe mir nämlich extra nochmal Titanschrauben geholt und habe die dann gewogen und die hier sind genauso schwer. Also gar nicht, also auch Titanschrauben. So, das mache ich hinten ohne Adapter fest. Und wenn ihr das seht, seht ihr das? Ich muss hier gleich was machen, das mache ich immer sehr ungern, aber. Thank you.
Bischof. Aber wenn ich jetzt die Bremse hier drauf mache, seht ihr, wie die Leitung hier hängt? Die ist hier an dieser Schraube und man kann das verdrehen. Man muss dafür die Schraube ganz leicht lösen, aber nur ganz leicht. Wenn man Pech hat, dann kommt da Luft rein. Aber da die Leitung eh vorne offen ist, ist es egal. Also ich muss es eh entlüften, wahrscheinlich. Deswegen mache ich es jetzt mal vorsichtig auf. Also ich mache jetzt hier gerade, kann es kaum greifen, ganz, ganz bisschen. So 10 Grad ungefähr. Und jetzt kann ich die Leitung, ich hoffe, ihr seht das gut, die Leitung, hier muss ich noch mehr aufmachen. Das war zu viel. Die Leitung kann ich jetzt hier, seht ihr das? Hier so drehen. Dann kann ich mir das individuell positionieren, so wie ich mag. Ist jetzt da noch nichts rausgelaufen, das ist gut. So. So, die Schrauben. Boah, das ist in Ordnung. Ich will noch ein paar Kommentare lesen. Einfach Schweißpunkt. Hallo? Ich kann die Stirn nicht mehr. Warte mal. Nicht mehr sehen, was das ist. Okay, wollte schon sagen, dass du die ohne Lockern ausrichten kannst. Nee, kann man nicht. Also zumindest nicht bei den Shimano-Bremsen. Vielleicht bei anderen. Also bei dem Breakfast One ging das auch nicht ohne ein bisschen zu. Doch, bei der Breakfast One ging das, aber mit viel Gewalt. Manuel Gutmann, OnlyFans. Das wollte nicht wirklich. Der Witz mit der Folierung war gut. Was hat denn der Bernd Armando geschrieben? Ich habe das nicht lesen können. Ob ich OnlyFans in meiner Stirn habe? Nein. Aber ihr könnt hier alles sehen. Das wird zum Glück noch nicht von YouTube zensiert. Ob jeder ein gratis... Ihr kriegt nur einen Rabattcode beim Psychiater. Welchen Montageständer? Ich habe hier den von Topeak. Den Namen? Prep Stand Elite. Ist das? Ob ich mir irgendwann das Specialized-Logo auf der Stirn tätowieren lasse? Nein. Branding mache ich mir. Aber lass das irgendwie. Hält das nicht mit dem Tape? Das ist so geil. Ja, bin ausgebildeter Fahrradmechaniker, deshalb alles easy. Ja, sehr geil, sehr geil. Da bleib dran, da kannst du mir ein bisschen helfen. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir ja die Leitung schon durch, aber da hätte ich gebraucht. Grüße aus Magdeburg, Grüße zurück. Ach, das passt. Leo heiligt die Mittel. Welche Bremse? Das ist die Shimano XT-Bremse mit den vier Kolben. Ah. Branding auf rechte Backe. Wie ich meine Stirn zum Glänzen bekommen habe, fragt für einen Freund. Musste mit Kernseife immer abreiben beim Duschen. Oder mit diesem Reinigungsmittel für die Hände. Hier so, wie heißt das? Diese Paste da nach dem Schrauben. Werkstattpaste, wie heißt die? Handwaschpaste. So. Ach, Gott sei Dank haben wir das hinbekommen. Ich dachte schon, das wird nur. Aber eigentlich, wenn ich mich jetzt beeile, sind wir eigentlich schnell fertig. Also 8 Minuten, wir machen länger. Wir machen länger, ich habe nur noch 3 Minuten. Theoretisch, wir machen ein bisschen länger. Ich bin aber nicht böse, wenn ihr schon vorher abhaut. Ihr könnt euch das Video ja später nochmal anschauen. Wenn ihr möchtet, wenn es dann online ist. Also das Video ist direkt nach dem Stream online auf YouTube. Ich streame alles auf YouTube und dann ist es auch direkt online. So, das ist die. Ah, warte mal. Das ist die Bremse. Das ist der Bremshebel. Wann kommt Zoom-Gabeltest? Ey Leute, echt, ich habe da einen riesen Respekt davor. Riesenangst, Gabel zu testen. Ich weiß nicht. Könnte ich eigentlich mal machen. Mal schauen.
Soll ich das machen? Wollt ihr das? Also wirklich, ich habe Angst davor. Ich glaube, CT Productions hat das, glaube ich, schon mal getestet. War das eine Zoom-Gabel? Ich meine, ich habe mal was gesehen. Ich weiß aber nicht, wie es ausgegangen ist. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Tutorial, ein bisschen Lehrkunde. Also, wir nehmen erstmal die Gummiwalnuss. Die kommt auf die Leitung. Dann kommt die Schraubzwinge auch auf die Leitung. Und dann kommt hier diese Traube auch drauf. Da kommt gleich auch ein bisschen Joghurt drauf, damit das bisschen besser flutscht. Warte mal. Joghurt. Ein bisschen nur. So, das ist schon viel zu viel. So ein bisschen Joghurt drauf. Und dann muss hier die Presswurst muss da drauf. Und dafür habe ich ein Presswerkzeug. Moment, ich nutze die Gelegenheit, um Kommentare zu lesen. Packen ist fast mehr Leo. Olive, Traube und dann die Banane. 8 Newtonmeter. Wie findest du Across? Noch kein Produkt von Across in der Hand gehabt. Wie viel Prozent Fett hat der Joghurt? 20. Wie groß ist die Gartenhütte? 4x3 Meter. Aber leider nicht so hoch. Also ich stoß mir ab und zu den Schädel hier. In der Mitte zwar nicht. In der Mitte zwar nicht, aber hier, da oder an der Tür, schaut mal hier, an der Tür. Und schon wenn ich rausgehe, dann stoße ich mir da den Kopf. So, also weiter zur Schulung hier. Wir nehmen hier einen Presswurstpresser. So, erstmal kommt hier der Wurstkopf drauf. Der Wurstkopf drauf. So, wenn der Wulstkopf einmal drauf ist, dann können wir die Presswurstpresse ansetzen. Manchmal ein bisschen näher ran für euch. Aber zu all diesen Themen habe ich schon viele Tutorial-Videos auf meinem YouTube-Kanal online. Also wenn ihr hier ernsthaft wissen möchtet, wie das geht, ich habe da gute Videos online mit Fachbegriffen mehr oder weniger und mit diesen Bezeichnungen, die hier in dem Video stattfinden. Seht ihr das überhaupt? Ist die Qualität so gut, dass ihr das seht? Wenn dann, ich finde deine Werkstatt Live-Chats geil. Ja, vielen Dank. Es freut mich. Es freut mich. Ich muss sagen, so ein Livestream ist für mich einfacher abzudrehen und auch lustiger. Obwohl ich hier ganz alleine bin, habe ich aber euch, mit denen ich quatschen kann. Das ist ziemlich geil. Deswegen danke dafür für alle, die dabei sind. Das macht mir einen Riesenspaß. Bremse. Die Bremse müsste ich eigentlich auf den Lenker schrauben, oder muss ein anderer Lenker drauf? Ich mache mal schnell. Das geht ganz schnell. Ganz schnell. Andere Lenker und Vorbau drauf. Einmal kurz noch Kommentare. Thomas BO, das ist ein Specialized Kenevo SL. Ob die XTR-Hebel aus Carbon sind? Ob die XTR-Hebel aus Carbon sind? Nein, das sind auch XT-Hebel. Das sind XT-Hebel. Ich habe auch XTR hier, aber die sind nicht aus Carbon. Die sind aus Metall auch. Oder sind sie aus einem Kunststoff? Das sind XTR-Hebel. Und die sind aber auch aus Metall. Also vielleicht irgendein anderes Metall, Magnesium oder Alu, keine Ahnung. Aber das hier ist auch Metall. Das ist kein Carbon. Es gab mal XTR-Bremsen aus Carbon mit Carbonhebeln, aber
Nicht diese M1100. M9100. Hallo Leo, finde deine Videos so cool. Wirst du eigentlich von Specialized gesponsert und außerdem wirst du auch von Fox gesponsert oder von Öhlins, würde mich sehr interessieren. Also ich fahre für Specialized schon seit 6 Jahren, fahre ich schon für Specialized, also werde von denen unterstützt. Und von Fox oder Öhlins werde ich nicht unterstützt. Ich habe einen Hals gelesen, muss ich auch mal wieder anmachen. Ich mach's mal an. So. WD-40 für die Stirn würde ich nicht benutzen, weil das verflüchtigt zu schnell. Also glänzt das nicht so. Dann ist der Glanz schnell weg. Das heißt, ihr macht das drauf und dann geht ihr aus mit den Mädels, trefft ihr euch dann und dann ist der Glanz aber schon rum und dann ist langweilig. Die Lochschlappen, die sind jetzt im Haus und dafür ist es halt jetzt zu kalt in der Werkstatt. Also dann habe ich ja nur die Socken dran und dann ist es einfach zu kalt. Ziehe mir hier passiv den Stream rein. Sehr gefährlich, sehr ungesund, der mein Freund eingeschaltet hat. Ich schaue zu, während er aus dem Bad auf der Schüssel kommt. Geil. Grüße an euch beide. Die Hebel sind Carbon-Magnesium-Gemisch. Echt? Bei den XTR? Sicher? Die XTR, ja, XTR einfach irgendwie. Die kommen, die brauche ich auch noch. Es gibt nachzukaufen aus Carbon. Vielen Dank. Es gibt nachzukaufen aus Carbon. Dachte, bei XTR sind sie Serie. Es gibt die nachzukaufen, aber wie sollst du die dann tauschen? Weil die sind ja genietet hier. Die sind ja genietet. Wie willst du die dann abbekommen, die Hebel? Geht das? Alter, wenn es die aus Carbon gibt, dann muss ich die haben. Bekommt man der Ka Nee, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Grad es hier ist, aber man bekommt keine kalten Hände. Wenn ich das Halsgebläse länger nicht anhabe, dann seht ihr, dass ich so ein bisschen, also mein Atem seht ihr dann, aber so kalt ist es nicht. Meine Füße, meine Zehen sind ein bisschen am Frieren. Motorradstirn. Jetzt gehen alle hier auf die Stirn. Ich mach weiter, Leute. Lenker im Vorbau. Haben wir hier. So, wir werden nochmal das Bild ein bisschen größer hier. Beziehungsweise. Das nur ein bisschen maleres Bild. So. Der kommt jetzt ab. Dafür nochmal ein Trick wie im letzten Livestream. Wenn ihr den Vorbau tauschen möchtet, die Gabel aber nicht wollt, dass die Gabel rausrutscht, dann nehmt ihr einfach ein Band, sollte aus Flugzeug oder Weltraum Aluminium sein. Weltraumaluminium, dann macht ihr das so fest. Sollte schon gut fest sein. So, ist die Gabel fest. Jetzt können wir den Vorbau abschrauben. Oh, jetzt komme ich aber nicht mehr in die Schraube unten im Moment. So, kennt ihr das SWAT-Tool von Specialized? Und zwar hier. Das hier. Oh, jetzt habe ich es unten losgedreht. Ein Tool drin. Das ist keine Niete, sondern ein Bolzen, der mittels Madenschraube gesichert ist. Am Hebel ist ein kleiner Gummistopfen, darunter ist eine Madenschraube. Alter. Danke, danke dir. Ob ich TikTok habe? Nee. Ich habe mal einen Kanal gemacht, aber ich glaube, meine Videos oder mein Humor, den ich auf Instagram auch teilweise teile, passt nicht so zu TikTok. Also ich glaube, TikTok ist. Ich glaube, das ist nichts für mich. Jakob Kemmer hat die XT selber, glaube ich, dass du irgendwie dass du Austausch weißt. Du brauchst On-Air-Schild. Ein On-Air-Schild. Boah, jetzt gehen die Kommentare ein bisschen zu schnell, Moment. Geil, wusste nicht, dass man die Hebel wechseln kann. Ja, krass, ne, dass wir das hier im Chat erfahren.
Leo mit einem Bier in der Hand wird es flüssiger. Ja, bestimmt. Mach's gut, Thomas. Herr, schlaf gut. Alter, Biker 117. Vielen, vielen Dank. Ehre, vielen Dank. Ich küsse deine Augen. Leo, überleg dir das mal. Mit dem Bier, da kommt die ganze Zeit. Einen guten Tipp, um schmierige Finger nach dem Schrauben sauber zu bekommen. Ja, gibt doch hier diese Handwaschpaste. Gibt doch hier immer diese Handwaschpaste. Das bekommt man in jedem Baumarkt oder Werkzeug Handel. Ich habe das hier, ich glaube, aus dem Lidl oder aus dem, also aus dem normalen Geschäft, Supermarkt. Hier, die habe ich ja nicht aufgemacht. Ich weiß nicht, warum die hier steht. Hier, da ist so ein Zeug drin. Das ist so, ja, wie so Sand ist das, und damit bekommst du das Fett richtig gut sauber. Welches Set ich immer benutze, wie im letzten Video, wie in jedem Schraubervideo, hier am liebsten Bike Grease 2000 von Motorex. Das ist ziemlich zäh und das mag ich zu benutzen. Ist aber giftig, aufpassen, nicht ablecken. Oh shit, das ist. So, Handwaschpaste von Caramba kann ich empfehlen. Sind wir bald da? Wo sind wir? Wo sind wir da? Von deinen Kommentaren schon. Das beste Imbusset. Keine Ahnung. Ob ich immer eine Perücke trage, ja. Auch eine Bartperücke. Na? Was ist denn das für ein Schlüssel? Das raub ich jetzt nicht. Ja, bei dem Tempo bekomme ich es heute nicht mehr fertig. Da habt ihr euch. Da hast du recht. Warum geht denn der Schlüssel hier nicht? Kann's nicht sein. Ach so, das sind kleine drin. So, ich lese mal ein paar Kommentare. Brauchst du dabei noch Ölinsgaben? Ne, hier kommt, hier bleibt das, hier bleibt Fox drin. So, Lenker ist ab. Oh. Hier habe ich noch die Griffe dran. Grüße zurück, Vera, nach Vera. Ein Live-Video auf dem Trail habe ich vor. Ich weiß nur nicht, wie das mit der Internetverbindung ist. Also hier habe ich jetzt richtig, richtig gute Internetverbindung. 17 Mbits im Upload für den Stream. Weiß aber nicht, wie das unterwegs sein wird. So, jetzt wird das ein bisschen Akt hier, den Silikongriff abzuziehen. Besser wäre es, wenn das Bike montiert wäre. Aber so kriege ich es eigentlich auch hin. Das ab.
Ich mache Überstunden, wie Flamme. Ja, 13 Minuten aber drüber. Das geht schon ab. Da ist ein paar mehr Spacer drauf. Das mache ich nachher. Die Spacer mache ich nachher. Ich mache es gerade mal fest, dass ich die Bremse schon mal montieren kann. Was dann? Also hier hat sich jetzt die Höhe verändert von dem Lenker, weil der Lenker einen anderen Rise hat als der, der drauf war, und der Vorbau vielleicht auch eine andere Position hat. Das muss ich dann im Stehen nochmal abchecken, wenn das weiter am Boden steht. Also, ich montiere jetzt aber nur noch die Bremse und dann erlöse ich euch bald. Wo ist sie? Hier. Genau, Manuel, Tipps zum Livestream oder halt für Livestream-Ideen, was ich hier in der Bike-Werkstatt mit euch machen soll, im Livestream, bitte in dem normalen Video, weil hier in dem Chat, den werde ich nachher nicht mehr durchlesen können, weil da muss ich das ganze Video nochmal schauen, um das zu lesen. Grüße an Emma und Luna gehen raus. So, ich notiere das jetzt schon nochmal. Also, wenn ihr möchtet, kann ich auch den Livestream noch länger ziehen. Also, ich werde jetzt eh noch weitermachen und das hier fertig schrauben. Deswegen, wer noch dabei sein möchte, ich bleibe noch in der Werkstatt. So, jetzt habe jetzt die Banane reingeschoben, schön fest drücken. Also, die Banane mit der Leitung schön fest reindrücken. Bei SRAM-Bremsen habt ihr dabei auch einen Widerstand. Ihr habt da so eine Feder, dann müsst ihr die Leitung fest reindrücken gegen den Widerstand, damit sich ja das auch öffnet. Weil wenn ihr einfach nur so diese Bananenmutter hier reinschraubt, dann wird das bei der SRAM-Bremse nicht funktionieren. So, ich kann jetzt leider nicht lesen, weil ich zu weit weg bin. So, 6 Newtonmeter genau. Das spürt man einfach. Heidelbeeren, ja, so. Danke euch. Also, ich mach dann gerade einfach noch weiter und lasse euch dran, solange hier nichts abstürzt. Der Akku habe ich auch noch, Licht ist nur an. Ich mache einfach weiter, aber ich versuche mich jetzt ein bisschen zu beeilen. So ein bisschen abwischen, die Wurst, dann den Stumpfen drauf, dann passt das. Jetzt machen wir die Hinterradbremse dran. Das ist die Vorderradbremse machen wir jetzt dran. Dafür ziehen wir die Schelle auf den Stumpfen. Warte mal, muss ich kurz überlegen. Hier das vor oder dahinter? Vor oder dahinter? Wenn ich das hier so habe, kriege ich es dazwischen. Kriege ich das dazwischen? Mal schauen, ob ich das dazwischen bekomme. Ich bekomme das dazwischen. Schaut mal. Ich bekomme das dazwischen. So, schauen wir mal, was ich vorhabe. Boah. Also, dieser
das die Schaltung für das Bike. Davor, beziehungsweise dahinter. Davor oder dazwischen. Ich versuche es mal hier dazwischen. Seht ihr das? Hier genau dazwischen. Wenn da nichts klemmt, wäre das mega genial. Krass. Wie als wäre Shimano dafür gemacht. Mega. Und dann machen wir hier wieder raus. Bremse Richtung Mitte. Ich habe es immer dahinter. Ja, es kommt immer darauf an, so, was man für Daumen hat und was man für eine Bremse hat. Und man sagt so fest, bis sich die Leitung anfängt zu verdrehen. Ja, das war jetzt schon so fest, dass da einfach wirklich einfach hart war. Da ging gar nichts mehr weiter. Liebe Grüße an Mysterio 6857. Du hast ein neues Bike. Was für ein Bike hast du dir geholt? Das ist ein Chen-Yun. Ein Chen-Yun-Bike. Das sind Shimano-Bremsen. So, jetzt gehen wir hier an die Bremse. Hier, das passt schon mal. Der muss noch da drauf. Normalerweise gibt es da einen Trick, aber das habe ich schon ein Video drüber gemacht. Ich mache es jetzt einfach mal im Schnelldurchgang, ziehe es mal drauf. Sehr, sehr ungesund, was ich jetzt mache für die Hände. Und zwar Bremsenreiniger in die Silikonbremse sprühe ich hier rein. Gar nicht gut für die Hände, aber dafür flutscht das schnell drauf. So, dann kommt hier Stopfen drauf. Ich benutze keine Easy-Stopfen, sondern Brooks-Stopfen. Weil die sind schön dick. Und die halten etwas länger, wenn sie nicht an irgendeinem Baum hängen bleiben. So. Dann haben wir das schon mal. Ja, die Träger muss ich noch drauf machen, aber was mache ich? Na hier. Schlüssel. Die Oldie-Griffe, ja, ich bin früher auch Oldie gefahren. Die dicken sind sehr, sehr gute Griffe, die halten auch ewig. Ja, so, dann geht es weiter. Ich suche gerade Schrauben. Die haben hier gelegen. Mein Schraubenlager. Da brauche ich immer hier die. Und einmal. So ein langer, aber die hätte ich mir eigentlich hier bereitgelegt. Wo ist sie denn hin? So, ich check mal einmal nochmal Kommentare. Ja, freut mich, dass euch die Streams gefallen. Teil 2, Theo Klaus, was meinst du damit? Ja, die Verjüngung, der Fuchs fährt Downhill. Danke dir für den Tipp. Was ist mein Lieblingsbikepark in Deutschland? Es gibt einige, die ziemlich cool sind. Also Bikepark Winterberg ist geil, Bikepark Bärfelden ist cool. Ja, das sind eigentlich so die Favorite, aber auch weil sie halt direkt in der Nähe sind. Die anderen bin ich halt zu wenig gefahren. Geiskopf ist auch ziemlich cool.
Spitzhack hat mir sehr gefallen, ist zwar nicht in Deutschland, aber das gefällt mir sehr. Zum Aufbauen Teil 2. Nee, Spiegeln Fortnite. Aufbauen Teil 2. Ich bin ja eigentlich schon fast fertig, deswegen zweiten Teil würde ich einfach ein anderes Thema als Stream, beziehungsweise nächste Woche Freitag, wenn alles klappt, würde ich wieder streamen hier in der Bikewerkstatt. Mal schauen, was ich dann, was wir dann machen. Und genau das Bike will ich heute fertig machen. Um das Gehirn zu trainieren, die Bremshebel vertauschen. Das ist eine gute Idee. Wenn es nur beim Training bleibt und nicht bei der Massage dann auf dem Boden. Warte mal. Mal hier, der noch dabei. Ja. Okay, nee, wo ist L? Jawohl. So, ich nehme jetzt hier den Adapter. Packe hier die Bremse drauf. Ach, da sind noch die Schrauben. Da sind die Schrauben. Ja. Das Adapter, Pfeil nach oben. Und einen passenden Zahnstocher-Schraubendreher. Hier ist voll das Chaos. Seht ihr das? Da ist voll das Chaos. Und ich finde das Werkzeug jetzt nicht. Ein Tee-Dreher. Jetzt ist aber Zeit für ein Bier, ja. Dann Prost. Gönn dir. Ja, Mann. Ich bin gespannt, wie das Bike läuft. Bin schon lange kein E-Bike mehr gefahren. Also das letzte Mal im Oktober. Das letzte Mal bin ich im Oktober E-Bike gefahren. 2021. So, dann haben wir das schon mal dran. Schaltung und Trigger mache ich gleich noch. Wir packen jetzt die Laufräder drauf, dass das Bike mal schon mal ein bisschen Form annimmt. Ach, die Kassette muss auch noch drauf. Die Kassette muss auch noch drauf. Hier. Das Laufrad kommt drauf, aber da muss noch die Kassette drauf. Hier. Das machen wir jetzt mit der Peitsche. Einige Biere bis fertig. Ja. So, Kettenpeitsche. Bin ich richtig? Kettenpeitsche setzt mal so an, so ungefähr. So, dann haben wir hier die Kassette ab. Dann kommt die Kassette auf das andere Laufrad. Thank you.
So. Was ich zur aktuellen Preisentwicklung im Mountainbikesport sage, also ich finde es ultra krass. Ich meine, ich bin, ich, ja, ich muss am Ende alles zahlen, wenn ich irgendwas haben will. Deswegen XTR gönne ich mir, wenn ich sie haben will. Ich habe mir zum Beispiel zu meinem Enduro, wenn ihr es gesehen habt, die neuen XTR-Scheiben geholt. Also ich fahre ja immer gerne die XT-Scheiben, Shimano XT, aber ich habe mir jetzt die XTR-Scheiben geholt. Und was hat da eine gekostet? Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, um die 70 Euro. Alter, was geht ab für eine Bremsscheibe? Aber wer zahlt es dann? Ich. Ja, weil ich halt verrückt nach Mountainbiken bin und da irgendwann gibt es dann immer so ein Blackout bei mir. Dann bestelle ich einfach, kaufe ein und ist mir halt nichts zu teuer. Weil für mich ist das so, das ist mein Hobby, aber trotzdem, die Preise sind schon abartig. Also, ich weiß, ich kann aber nicht mitreden. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ob das... ja, ob das halt wegen der Pandemie und sowas ist, weil die halt nicht produzieren können und so, dass deswegen die Preise, das weiß ich alles nicht, deswegen kann ich ja nicht so wirklich mitreden und mich ja eher raushalten, aber ich finde es halt auch schon krass, also krass. Ah, die Magnet von der Bremsscheibe, du hast recht. Dafür habe ich auch schon extra zwei Schrauben hier noch nicht reingedreht. Alter, danke. Ich hätte es jetzt vergessen. Das war der Freilauf. Ich habe alles festgemacht, aber der Freilauf ist ab, weil ich habe da noch was vergessen. Das war. Hier, das kommt auch noch da drauf. Dann fliegt das nicht mehr ab. Ja. Der Magnet, der dem Motor sagt, was gerade Sache ist. Da ist ein Magnet. Seht ihr? Da. Den schrauben wir jetzt noch ab. Danke dir für den Hinweis. Du bekommst mein Zweitgeborenes. Boah, Alter, du hast ja die AXS-Schaltung geholt. Auch schweineteuer. Gäbe es sowas von Shimano fürs Mountainbike, würde ich mir das auch mal holen und probieren. Aber eigentlich aus dem Gedanken, Gewicht zu sparen, obwohl das, glaube ich, gar nicht leichter ist. Also so eine SRAM AXS, der ist ja der Akku mit dran. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Gewichte sind. Ist eine SRAM AXS schwerer als eine XX1 oder X01? Wisst ihr das? Mach's gut, Jakob! Hallo Jean. Nein, ist nicht leichter. Dann ist das nur eine Sache von Optik und Verlegung, die du dann als Vorteil hast, gell? Das Rahmenhardtail habe ich heute gekauft und das Tuning kommt noch. Jawohl. Nice. Wo wird vom Motor? Warte mal, was? Wie läuft das mit den Magneten an der Scheibe? Wo wird der vom Motor erfasst? Da ist ein Kabel, ne, warte mal, wie war das? Ach doch, da ist ein Kabel, ich muss mal gleich gucken. Auf jeden Fall, der Magnet wird hinten über ein Kabel angepeilt und so würde ausgelesen, wie man sagen kann. Mach's gut, Mountainbike Jean I. Ach, Jakob ist noch da. Geh beim Hinterbau. Kann man AXS auch auf L-Fach umrüsten? Das weiß ich nicht. Das kann bestimmt alle Jungs beantworten. Oder Mädels. Shimano soll wohl Mitte des Jahres was rausbringen. Also ich will ja dieses Jahr auch die Eurobike unbedingt noch mit dem Andi von Schaltwerk Schweigern. Das wird auf jeden Fall ein lustiges Video. Und ja, vielleicht, wenn die das da vorstellen, dann checke ich das da mal ab.
Manuel, mein nächstes Kind heißt ohne Leo Carsten Godemann. Leo Carsten. Leo Carsten Godemann. Ah, geil. Leute, der Manuel Godemann hier in den Kommentaren, er hat mich erst vor kurzem auf YouTube entdeckt und er hat von vorne alle meine Videos geschaut. Also viele Therapiesitzungen, aber er hat sich alle Videos gegeben. Krass, krass, Alter. Richtig krass. Manuel, zum Glück will ich nur zwei. Zählwerk, Last Try. Wenn du dir ein Bike selbst kaufen würdest, wäre deine Schmerzgrenze? Ja, das Ding ist, ich kenne halt jetzt die Preise. Also früher habe ich mir gesagt, Schmerzgrenze 3000 Euro. Aber das war früher. Heutzutage kriegst du dafür kein Bike. Und ich glaube, Schmerzgrenze wäre 5000 Euro. Also wenn es ein Specialized wäre, dann wäre es halt ein Comp-Modell. Und dann würde ich es langsam wahrscheinlich mit gebrauchten Teilen aufbauen. Ja, aber ja, ist schon ziemlich teuer, aber ja, ist halt ein schwieriges Thema. Ich meinte, der ist jetzt selbst in Therapie, habe ich gehört. Dein Therapeut? Ja. Warum ich jetzt die SRAM-Kassette fahre und nicht die Shimano? Ganz ehrlich, ich habe heute noch drüber nachgedacht, ob ich Shimano nicht draufwerfe, aber ich spare erstmal ein bisschen die SRAM, ein bisschen, und dann schmeiße ich vielleicht nochmal die Shimano drauf. Also mit den E-Bikes fahre ich ja nicht ganz so häufig, deswegen ist es dann für mich vertretbar, wenn dann halt diese Parts nicht ganz so optimal sind. Aber ich habe hier noch einen ganzen Satz XT, den ich da noch drauf machen könnte, aber abwarten. Also ich will erstmal das Bike so fahren mit dem SRAM-Antrieb. So, jetzt verheiraten wir das Hinterrad gleichzeitig mit der Bremse und mit dem Schaltwerk. Also das heißt, das ist eine Dreieckshochzeit. Jetzt ist mir der Blödsinn ausgegangen. Ziehen wir das mal an. Und die Bremse mache ich auch direkt ready. Ich mache das mit der Bremse, mache ich immer nach Augenmaß. Ich habe hier auch, pass auf, ich habe hier auch hier dieses Ding. Das ist so, das klemmst du in die Scheibe rein. Ich kann es jetzt mal damit machen und dann ziehst du die Bremse an und dann hält das genau den Abstand, wie es montiert werden soll. Aber irgendwie klappt das bei mir nie so richtig. Warte mal, ich komme ein bisschen näher zu euch. Mal ein bisschen hier. So, hast du schon mal Schaltwerk von Rot ausgelegt? Nein, noch nicht. Du kennst so. Kannst du bitte Carina B. aus F grüßen? Carina B. Grüße aus F. Oder aus F. Grüße nach B. Ich habe mir jetzt ein YT2S gekauft. Sehr nice. Welches Modell denn? Capra oder wie heißt das andere? 2S? Ist, glaube ich, das Downhill-Bike. Wie ist das ein Duo von dem? YT ist auch eine sehr hübsche Marke. Santa Cruz Capra. Tours, ja, kenne ich. Geiles Bike. Vielen Dank, Mysterio. So, Decoy ist geil, Decoy. Da haben wir jetzt gerade nichts. Warum so kleine Bremsscheiben? Ja, 180er hinten, denke ich, reicht aus. Das habe ich auf den anderen Bikes auch so drauf. Das passt schon. Ja, aber geht doch klar. Also, 180er geht schon. So, also 160er wäre krass, aber 180er, okay. Das Teil für die Scheibe. Cycle Paul. Disc Brake Alignment Tool. Ich zeig's euch mal. Hier, mach einen Screenshot. Google mal.
weiß nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Das schiebt man halt hier rein. Warum geht das nicht? So, jetzt sind wir drin. So, wenn ich jetzt die Bremse anziehe, und Druckpunkt haben wir auch. Aber ich meine nicht, dass das so gut funktioniert. Das ist immer nach Augenmaß gemacht, das funktioniert bei mir besser. Machen wir das Ding wieder raus. Ja. Oh, die Kette. Ja, und es schleift. Ne? Das meine ich. Es schleift übelst, also es war nichts. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, aber ich mache das immer lieber nach Augenmaß. Whitey Capra hast du dir geholt. Santa Cruz V10, ein schönes Bike, habe ich aber noch nicht gefahren. Ja, das tut auch gar nichts. Ich glaube auch, dass das nicht so. Also ich habe es nicht ohne Grund benutzt, ich halt nicht mehr. Ja, Bremsen sind immer ein Thema mit der Ausrichterei, das stimmt schon. Normalerweise klappt das auch ganz gut. Oft müsst ihr halt mal auch drauf schauen, dass die Scheibe keinen Schlag hat, sonst könnt ihr ausrichten, solange ihr wollt. Die Scheibe, wenn die ein bisschen verbogen ist, so wie hier die Scheibe ist verbogen. Die Scheibe ist verbogen, aber ich habe dafür den Scheibenrichter. Man kann es auch mit den Händen machen, aber wenn ich schon hier habe, das Tool, den Scheibenrichter. Oder habt ihr einen besseren Namen für den Kollegen? Ihr sucht die Stelle, die ausschlägt. Warte mal, das kann aber auch sein, dass das alles gerade ist und die anderen Stellen ausschlagen. Nein. Oder? Die Scheibe ist komplett krumm. Komplett. Komplett krumm. Krumm des Todes. Was ist mit der passiert, ey? So ein bisschen noch. Also ich glaube, die Scheibe. Ja, jetzt geht es einigermaßen. Schleifst du noch ein bisschen, aber so passt das erstmal. Das ist ein Specialized Kenevo SL. Gabler aus Stapler. Deine Tante hat gefragt, ob ich Single bin. Weiß ich nicht. So. Vorderrad. Jetzt kommt das Vorderrad rein, ihr seht genug, ja. Achse. Achsenpeter. Also, was geht bei euch am Wochenende? Werdet ihr Fahrrad fahren? Ist bei euch gutes Wetter gemeldet? Oder ist euch das Wetter egal und fahrt ihr bei jedem Wetter? Ich fahre, kann auch bei jedem Wetter fahren, aber dieses Wochenende habe ich leider keine Zeit. Morgen bin ich auf einen Geburtstag eingeladen.
Da werden wir Sushi essen. Ich liebe Sushi. Und Monopoly spielen. Leute, wisst ihr was? Ich habe noch bei keinem einzigen Monopoly-Spiel gewonnen. Ich habe immer verloren. Noch kein einziges Monopoly gewonnen. So. Bei jedem Wetter immer. Kommt da noch anderes Fahrwerk rein? Nee, da lasse ich das Boxfahrwerk. Das ist schon okay. Auf jeden Fall. Schön Wetterfahrer, mag nicht mehr ein schönes Bike dreckig machen. Bauen, arbeiten. Ja, arbeiten ist wichtig, muss man. Kommt nichts umsonst, muss man alles für arbeiten. Und wenn ihr vielleicht mal richtig lange krank wart oder richtig lange Urlaub gehabt habt, dann habt ihr auch gemerkt, dass ohne Arbeit es auch langweilig wird. Sushi oder Pizza? Sushi. Morgensonne 5 Grad plus. Ja, bei uns die ganze Zeit wechselhaft. Regen, Regen, Sonne. Ein bisschen. Norco, die Marke, als Marke kenne ich. Das Bike habe ich schon gesehen, aber habe ich noch nicht gefahren. Also, ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Nürnberg, Samstag und Sonntag richtig geiler Sonnenschein. Nice. Morgen Kette wechseln und Sonntag ab auf dem Trail. Sehr geil. Morgen früh, Sonntag Frühschicht. Weiß nicht, warum der rutscht hier mit den Kommentaren. Was? Die haben alle den Mahle-Motor. Echt? Ich war mir sicher, dass es der Brose-Motor ist. So bin ich informiert. Ohne Riemenantrieb dafür Getriebe. Deswegen ist es auch so laut. Weil viele beschweren sich, dass es Regus also laut ist. Dass die SL-Modelle von Specialized laut sind. Grüß bitte, bitte. Jenny, schöne Grüße. Achso, wie war es im Urlaub in Farbe? Sehr, sehr geil. 2 Wochen Madeira. Der Wahnsinn. Ein Marin, ja, kenne ich die Marke. Sattelstützenhebel, zurzeit defekt, Sattel hängt leider unten, ärgerlich. Erstmal um 7 auf der Arbeit sein. Oh, dann hoffe ich, dass du dich bald ins Bett machst. Grüß mir bitte so ein Leo Kast, ja. Du fährst bei strömendem Wetter einfach alles. Nice, Respekt. Anderes Schaltwerk erstmal noch nicht. Toffer, wohin geht die erste Runde mit dem Kenevo SL? Ich weiß es noch nicht. Ich hab's mir, ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich hier irgendwelche Hometrails, weil alles andere ist jetzt noch zu. Oder wie sieht es auf dem Fuchstrail aus? Habt ihr den im Winter offen, der Offseason? Oder wann macht ihr wieder auf? Erzähl mal. Macht ihr dann wieder so eine offene offene Türtag, dass da jeder fahren kann, Toffer? Da liegt ein neuer Rahmen in der Garage, Thomas. Was denn für einer? Fox 36 Rhythm. Nicht so Favorit für mich. Was ist denn ein Heugumper? Ich bin eher, wenn dann Dino, aber was ist ein Heugumper? Heugumper. GT Fury, was sagst du dazu? Schöne Bikes. Früher hatte GT so die ersten Carbon-Rahmen, die waren so fett. Das sah ziemlich cool aus. Grüße gehen raus an den Buddy, der mir das früher, der so ein Bike früher gehabt hatte. Cross Country. Ich werde nie fertig. Nee, ich mache jetzt noch weiter. Hast du recht. Da hast du recht. Die Leitung hier muss noch fest. Hier fliegt alles rum. Ich werde hier nie im Leben das Zeug finden. Jetzt weiß ich auch wieder, wofür diese Schraube ist. Ich habe die Schraube eben die ganze Zeit gesehen, dachte ich, wofür ist diese Schraube? Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt kommt hier die Gabel. Ja, für alle, die jetzt vielleicht schon ausmachen wollen und vielleicht müde sind, ihr könnt euch das Video jederzeit auf meinem Videokanal unter meiner Livestream-Playlist anschauen. Und ich habe vor, solange es geht, solange ich Zeit habe, solange es passt, für euch immer freitags einen Livestream zu starten. Eigentlich immer in der Bike-Werkstatt. Ich muss mal schauen, ob ich immer was zu schrauben habe. Oder einfach nur mit euch quatschen. Genau. Wenn ihr da Bock drauf habt. Und denkt daran, wenn ihr Ideen habt für einen Livestream, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber von dem normalen Video, weil hier in dem Chat, das kriege ich dann nachher nicht mehr mit. Mein Fazit zu der weißen Gabel: Ich habe die zweimal weiß lackieren müssen. Weil das Weiß nicht gepasst hat. Und ich finde auch nicht, dass das gut aussieht mit dem Weißen. Also ich habe es bereut.
Ich bereue es, dass ich es weiß lackiert habe. Zurzeit habe ich es immer nicht drauf. Was hat denn der Toffer gesagt zu Dings? Toffer, warte, ich muss jetzt mal schauen. Toffer leider bei dem aktuellen Wetter auch beschlossen. Ich glaube, Winschgau wäre aktuell die schönere Ort zum Einwenden. Echt, ist im Winschgau jetzt gerade gutes Wetter. Im Gau Winsch. Ja, Latsch wäre schon eine Idee. Da hast du schon recht, Toffer. Jetzt. Zum dritten Mal. Also normalerweise läuft das alles viel professioneller ab hier bei mir natürlich, aber heute, ja, naja, ihr bekommt ja alles mit. Ihr seht das mal da. Erstmal mit der Leitung, mit der Hinterradbremse. Das hat Zeit gekostet. Das hat übel Zeit gekostet. So, jetzt muss man natürlich schnell dran. Wo ist hier die Torx denn? Das geht nach rechts, das geht nach links. Da habe ich mir für einen Klapper. Das stimmt auch nicht richtig so. Ja, das hier muss. Das so rum. Dann. Das hier so rum. Wie es mit meiner Karre läuft, ob ich oft damit fahre. Ich habe ja jetzt von BMW, also ich werde, die es nicht wissen, vom Autohaus Timmermans aus Düsseldorf unterstützt und darf deren BMWs fahren. Ich habe jetzt gerade einen BMW 330e. Das ist also ein Hybrid-Auto, E-Auto, Hybrid, Benzinmotor mit E-Antrieb. Mit E-Antrieb sagt man das so. Ist ziemlich witzig. Das Auto läuft auch richtig gut. Das hat auch eine schöne Ausstattung, M-Ausstattung und hat schön, also 250 oder 270 PS hat das. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und ja, ich fahre noch damit, klar. Aber ich bekomme bald wieder ein anderes. Im Livestream kann Bremsenwechsel schon mal 6 Stunden dauern, ja. 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 Ein Live-Video mit Miss Peaches, ja, aber die Nina, die wohnt, ja, ich glaube, 800 Kilometer von mir entfernt, deswegen ist es halt immer schwierig mit gemeinsam was machen. Ja. Wohnt halt in Österreich, in Austria. Ob ich hauptberuflich YouTuber bin, ja, so teils, teils kann man sagen. Teils, teils. Immer noch ein bisschen normalen Job, dann auf YouTube, aber ich mache halt nur so viel, wie mir Spaß macht. Für mich hier. Ich mache hier nichts, um Karriere zu machen oder auf Biegen und Brechen, sage ich mal, jede Kooperation anzunehmen. Kommen da sehr, sehr viele Anfragen, aber manche Anfragen denke ich mir, Alter, was hat das mit Mountainbiken zu tun? Obwohl manchmal sind Sachen dabei, die mir sehr gefallen. Mal gucken, vielleicht kommt da bald noch was und ich treffe mich die Woche da mit jemandem und mal schauen, ob mir das Produkt gefällt. Wo ist das? Da. Und genau, so viel zu der Frage. Beruflich gelernt habe ich Fachkraft für Lagerlogistik, aber ganz ehrlich jetzt, Leute, jetzt ganz ehrlich, ist mir, ist halt so. Ja, früher bin ich zur Berufsschule gegangen und das ist jetzt, also sollte sich jetzt keiner von den jüngeren Zuschauern hier als Beispiel nehmen, das ist überhaupt nicht gut. Ich habe hier mit YouTube, mit Fahrradfahren Glück gehabt. Wäre es nicht, hätte ich immer noch einen Job, der schlecht bezahlt ist. Deswegen gut lernen ist ganz wichtig. Ah, jetzt habe ich uns gebaut. Als ich 18 geworden bin, also ich war in der Berufsschule, als ich 18 geworden bin ich am nächsten Tag einfach nicht mehr zur Schule gegangen. Einfach nicht mehr hingegangen. Irgendwann habe ich ein Schreiben bekommen, ja, wenn sie nicht mehr kommen, brauchen wir einen Einzeiler oder Zweizeiler, dass sie sich von der Schule abmelden. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich ein paar Monate später dann in einer Firma arbeiten gewesen. Erstmal als, ja, so Helfer oder ja, Arbeiter sozusagen, nichts Besonderes. Und dann
habe ich dann vor einigen Jahren dann die Ausbildung nachgeholt als Fachkraft für Lagerlogistik. Ja, Elias, danke dir. Aber trotzdem, Schule ist sehr wichtig, falls du das damit meinst. Schule ist sehr wichtig. Lieber jetzt richtig was lernen, der Schule ein bisschen anstrengen. Ich kann euch auch sagen, Schule macht Spaß, echt. Schule macht Spaß, wenn man arbeitet, dann ist das alles nicht mehr so schön, dann hat man so Verpflichtungen und ja, ihr kennt das von euren Eltern, die können euch ein Lied singen, wenn sie nach Hause kommen, sind sie müde. Deswegen gut lernen in der Jugend, gerade wenn euch die Eltern noch supporten dabei und dann habt ihr später einen coolen Job und dann könnt ihr euch alles leisten, was ihr möchtet. Geht das so? Ja. Ich guck mal kurz Kommentare. Manuel Godemann, der bei mir war auch so scheiße. Ich habe knapp 40 und wäre jetzt weiter, wenn ich das damals ernster genommen hätte. Ja, ist so. Ist so. Aber ich muss sagen, ich darf wirklich die Schuld meinem Lehrer geben. Und zwar war ich in einer berufsbildenden Schule für Metall und war da in vielen Fächern gut. Also technisches Zeichen hatte ich Einsen oder Zweien und. Warte was? Und Physik und solche Fächer hatte ich immer gute Noten gehabt. Englisch ging auch einigermaßen. Aber Mathe, boah Leute, ich darf euch nicht sagen, was ich für eine Note in Mathe hatte. Und das war mein Untergang für diese Schule. Deswegen habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, so, hey, wenn ich 18 bin, war es das, gehe ich ja nicht mehr hin. Na komm schon, hier das stört. Okay, ich muss das anders positionieren. Das sind ein paar Außen, da muss ich immer eine Stelle drauf. Warte mal, jetzt muss ich mal lesen. Wollt ihr was erreichen? Bleibt am Ball. Abkürzung ist meist der längere Weg. So ist es. Warte, muss das lesen. Tut mir leid, dass es länger dauert. So, das klappt nur, weil du trotz der Ablehnung der Schule richtig viel Intelligenz in den Tag legst und trotzdem motiviert bist zu lernen, denke ich. Ja, ich hätte jetzt auch Bock auf Schule. Also jetzt mit der Intelligenz will ich nicht bestätigen, aber ich hätte jetzt auch Bock auf Schule. Ich denke, wenn man auf etwas Bock hat, also etwas zu lernen oder ein Fach, worauf man Lust hat, zum Beispiel früher ich Biologie, hatte ich immer eine sehr gute Note, technisches Zeichnen, Physik, lauter solche Fächer, hatte ich immer gute Noten, weil mich das interessiert hat. Und das ist halt die Schwierigkeit. Wenn man kein Interesse dafür den Kram hat, dann läuft es halt nicht so gut. Oder macht halt keinen Spaß. Aber trotzdem, man muss trotzdem lernen an die Kids hier. Was für eine Gabel fährst du? Hier ist eine Fox 38 Grip 2 Performance Line, müsste das sein. Ich habe nicht genau drauf geschaut. Warum kein Zweiradmechaniker? Oh, das war alles zu spät. Also hätte ich früher das Biken entdeckt, ich habe erst mit 25 angefangen, Fahrrad zu fahren, hätte ich das früher entdeckt. Dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Mein Traumbike. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also entweder das Enduro oder das Dump-Jumper. Das Dump-Jumper, das Alte auf jeden Fall. Aber ich will einfach mal was anderes wieder fahren. Deswegen mal das Enduro fahren. Aber ich muss jetzt ein paar Kommentare überspringen. Was würdest du auch machen? Was würdest du machen, wenn man innen 6 Kanten von der Achse rund hat, um sie rauszukriegen? Boah, ach so, ganz einfach. Innensechskant. Also normalerweise hat man hier den Bleistiftschlüssel für die Achse. Und wenn das rund ist, dann nimmst du einen größeren Torx. Hier, der wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Kannst du mal probieren. Einen noch größeren und schlägst den mit dem Hammer in die Achse rein. Mit dem Hammer, dann hast du nämlich einfach einen Torx-Sitz. Es gibt bestimmt auch bessere Lösungen. Hier zum Beispiel Manuel Godemann, der ist ein Autoschrauber. Vielleicht hat er da eine bessere Idee, aber das funktioniert auf jeden Fall. Stumpjumper Evo, ja genau, Bene sagt. Torx einschlagen, sagt auch jemand. Oder einen Linksdreher. Einen Linksdreher? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo war ich jetzt überhaupt stehen geblieben hier? Oh. Ach so, jetzt weiß ich es doch. Ja, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Jetzt brauche ich einen anderen Mount.
von der Seite. Nein, hier ist er schon dran, den kann ich nicht nehmen. Das heißt, der ist an der anderen Bremse. Wo ist das Ding? Hier, das brauche ich. Hier, das. Nein, nicht hier, das. Sondern das da. Es ist 11 Uhr. Wer muss schon ins Bett? Ach so, Linksdreher. Das dreht man rein und wenn man dann weiter dreht, wenn das bis zum Anschlag ist, dann dreht man die Schrauben mit raus, ja. Oder einfach das Gabelbein abflexen. Bei welchem E-Bike-Rennen? Ich muss da nochmal nachschauen. Das heißt World E-Mountainbike Tour oder sowas. Ich muss ja nochmal nachschauen. Ich kann es dir gerade nicht genau sagen. Ich werde es aber auf Instagram posten, wenn es soweit ist, und auch auf YouTube im Video werde ich es auf jeden Fall erwähnen. Oh, jetzt kriegst du nicht mehr. So, was ich jetzt mache, seht ihr nicht. Ah, warte mal. Ja, genau. Manche Kommentare werden da manchmal gesperrt. Der Björn schaltet sie euch frei. Wenn da irgendwie irgendwas Schimpfwort-ähnliches drin ist. Also, weiß nicht, manchmal wertet das Programm das mal komisch aus. So, jetzt mal ein Versuch. Hallo. Mach's gut, Gary. Mach's gut, gute Nacht. Enduro Willi, mach's gut, gute Nacht. Danke dir. Ich mach mal wieder eine Tour bei mir zu Hause, auf jeden Fall mit dem Enduro, mit dem ovalen Kettenblatt. Ist geplant, steht auch im Plan. Wenn ihr mich irgendwie beim Reden spucken seht, das ist alles eine Animation, das ist nicht echt. Aber ich bin am Machen, und gleichzeitig am Lesen und Gucken. Helicoils. Jetzt für die Leute, die noch da sind, jetzt mal ein richtig geiler Trick. Ein richtig geiler Trick. Und den habe ich von Nico Chigo. Pass mal auf. Jetzt passen wir alle auf. Achtung. Und zwar, ihr kennt ja das Ding, wenn man eine SRAM-Schaltung fährt oder SRAM-Sattelspitzentrigger und möchte dann eine andere Bremse fahren, dann macht man sich meistens so einen Matchmaker drauf oder sogar. Oder sogar hier so eine Schelle. Hier so eine Schelle, um halt die Bremse, Sattelspitzenhebel oder den Trigger zu befestigen. Ein Trick vom Nico. Nico Chigo Signorino. Vielen Dank dafür. Zieht euch das mal rein. Seht ihr das? Das ist eine Shimano-Bremse. Einfach mit dem SRAM-Trigger. Einfach hier mit dem SRAM-Trigger. Also ihr braucht hier dieses Ding. Das legt ihr in die Shimano-Schelle rein. Und dann macht ihr das ganz normal mit diesem SRAM-Trigger fest. Dann braucht ihr keine zweite Schelle. Vielen, vielen Dank, Nico, dafür. Vielen Dank. Wer den Nico noch nicht kennt, unbedingt auf Instagram abchecken. Und auch den Björn. Unbedingt. Der Björn hilft mir immer hier bei den Livestreams. Habe ich normalerweise im Ohr, aber jetzt ist er halt ausgefallen. Mach's gut!
Mach's gut, wer war weg? Seid ihr noch da? Bin ich noch da? Sag mal kurz, ob ich noch da bin. Okay, alles klar. Gut, dann mache ich jetzt den anderen Kram fertig. Aber ein krasser Trick, oder? Leute, ey, ist das nicht ein krasser Trick? Und das habt ihr hier nur im Livestream mitbekommen. Ein super special Trick. So, das habe ich schon. Ja, Nico. Das Abo-Treffen im Brilon. Leute, also für diejenigen, die da nicht dabei waren oder das nicht gesehen haben, Abo-Treffen im Brilon. Totale Eskalation. Wir haben eine Tour mit 40 Leuten gemacht. Mit 40 Leuten. Das war so heftig. Es war ein geiler Tag, aber ich war danach total im Eimer mit den Nerven, weil da sind ein paar Leute verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob sie daheim angekommen sind mittlerweile, aber es war der Wahnsinn. Mit 40 Leuten eine Tour und ich wollte alle zusammenhalten. Das hat dann natürlich eine Ewigkeit gedauert, aber es war mega witzig. Genau, da war der Nico mit dabei, der Marc Wiemer, war schon sehr witzig. So, Leute. Ich mache jetzt nur noch die Pedale drauf, den Lenker ausrichten so. Das mache ich alles drin im Haus. Ich mache jetzt nur noch die Pedale ready und dann sind wir für heute durch. Und dann setze ich mich einmal aufs Bike. Pedale. Erstmal kurz Kommentare lesen. Moment. Abo-Treffen 2022, Flow Trail Ottweiler. Eine Legende sagt, dass sie immer noch nicht zu Hause sind. Warum hast du eigentlich diese Vorliebe für Shimano-Antriebe? Einmal, weil der Hebel so leicht geht, die Ergonomie vom Hebel, weil die Schaltung nicht so weit draufsteht wie SRAM, weil die Schaltung sich weich schalten lässt, weil ich bin ja allgemeine Pussy und habe nicht viel Kraft in meinem Körper und deswegen lasse ich das leichter schalten. Und man hat in die schweren Gänge, ich will jetzt nicht sagen runter oder hoch, weil ich es immer falsch sage, also in die schweren Gänge kann man zwei Gänge gleichzeitig schalten. Multishift oder Rapid Fire nennt sich das. Mega, mega geil. Die Ölinsgabel ist sehr, sehr geil, aber hier die Fox 38 ist auch nice, auf jeden Fall. Ich fahre für Specialized, aber ich bin kein Teamfahrer, also ich bin kein Rennfahrer oder so. Man nennt sowas nämlich Ambassador, also Botschafter. Und ich fahre für Specialized Deutschland und das schon seit 6 Jahren, 6 Jahren. Rita aus Weiden, viele Grüße. Davos oder Madeira? Also es gibt ein, kam das Video schon? Ich weiß, da gibt es ein Video, ich glaube, das kommt morgen, wo ich dann sage, was meine Favoritenliste ist. Und da kommt der Ring drauf. Und schwierig, schwierig. Wisst ihr, bei Madeira ist halt das Ding, da hatte ich auf jeden Fall das Wetter aufgepackt. Also auf Madeira war das Wetter auch super geil. Und das ist halt eine Erinnerung, die bleibt und die sehr, sehr stark ist. Weil das Wetter war temperaturmäßig perfekt auf Madeira. Ups, linkes Pedal rechts. Frage-Antwort-Livestream machen. Ich beantworte eure Fragen und Leo. Lip-Synchron. Manuel, ja. Der Manuel hat alle Videos von mir gesehen. Also erst vor kurzem. Ja. Das Gewicht des Bikes wäre interessant. Ja, ich mach's gerade ready. Mit Pedale. Mit jetzt den anderen Komponenten. Ja, mit den anderen Laufrädern, andere Bremse. Vorhin hatten wir 19,4, aber halt ohne Pedale.
wollte irgendwas sagen. Leute, liebe Zuschauer, für alle die, die mir noch nicht so lange folgen auf YouTube, es gibt ein paar Videos, die ihr gesehen haben müsst. Die sind zwar qualitativ nicht so super, aber ich habe da teilweise wochenlang dafür gefilmt. Und zwar World of Leo Cast. Schaut euch diese Videos an. Es gibt zwei Teile, World of Leo Cast 1 und World of Leo Cast 2. Und das sind Videos, also es ist komplett alles geskriptet, alles in meinem Kopf entstanden, alles ausgedacht. Und das sind wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsame Videos. Schaut euch den Mist mal an. Einfach Leo Cast, World of Leo Cast googeln. Was habe ich gesagt? Ist alles soweit ready? Mike runter. Der Fond Gabel sind jetzt noch nicht richtig aufgepumpt. Aber so, dass ich mich schon mal draufsetzen kann. Lenker ist noch krumm, die Schaltung. Boah, das ist zu fest. Oh, der Dämpfer, da mache ich ja nicht viel, da ist noch nicht genug Luft drauf. Aber wir checken jetzt mal das Gewicht. Was denkt ihr? Ist das Bike jetzt schwerer als 19, warte mal, also die Pedale wiegen 300 Gramm, 19,7 vorhin, jetzt mit anderen Laufrädern, anderen Lenker. Vibrocore, Spank Vibrocore Laufräder und Lenker wird auf jeden Fall ein paar Grammchen mehr wiegen, weil das sehr, sehr stabile, dicke sind. Unter 20 Kilo, okay. 18,5, ah, das ist zu wenig. Also ich glaube nicht, dass es so viel leichter ist. Dann bräuchte ich Carbon-Laufräder. Was, Kamikaze? Film. Ich schätze, ich hoffe, dass da keine 20. Kleinere Scheibe, statt SRAM haben wir XT drauf. Also ich sag auch 19,9, wie der Joachim Nass. Joachim Nass. 19,9, wie der Kakusa. Okay. Unit? Nein. Ja. Ich würde es gerne so halten, dass ihr es zuerst seht. Dann mache ich mal die Kamera näher dran. So. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt jetzt von der Videoqualität. Probier es mal und ich muss ruhig halten. Jetzt muss ich mal gucken, Moment. Oder was hat es angezeigt? Habt ihr es sehen können? Moment, ich muss jetzt. Alter! 1962! Alter, geil! Geil! 1965! Mega! Mega! Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wird schwerer. Nice. So, ja. Dann haben wir ein bisschen wieder zurück. Da lag dein Ärmel dran. ob ich irgendwann den Bikesponsor wechsle? Also, ganz ehrlich, Leute, ich fahre schon seit 6 Jahren Specialized Bikes. Irgendwann werde ich auch mal andere Bikes fahren, aber meine Idee ist da nicht, den Sponsor zu wechseln, sondern keine Sponsoren in dem Bereich zu haben, um einfach verschiedene Bikes austesten zu können, zu probieren zu können. Das aber irgendwann später, weil ich werde trotzdem immer Specialized Bikes weiterfahren, weil ich liebe diese Räder. Ja, also ich fahre ja schon seit 2012 fahre ich Specialized, weil ich die Bikes liebe. Deshalb bin ich auch unter anderem an Specialized oder sind sie auf mich aufmerksam geworden. Und deswegen, dass die Liebe wird immer bleiben, aber ich will auch gerne mal andere Sachen probieren, gerade wegen euch. Ich frage mich so oft nach anderen Bikes, wie ist das Bike, wie ist das? Ich kann ja nie mitreden, ich habe keine Ahnung, weil ich es nicht getestet habe.
Und da möchte ich mitreden, für euch ein bisschen mehr Mehrwert bieten über meine Videos. Deswegen werden wir schauen, wie das alles noch später sein wird. So, genau. Also, vielen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Ideen habt für den nächsten Livestream oder allgemein, schreibt es gerne in die Kommentare. Also nicht nur hier in den Chat, sondern in die Kommentare des Videos, was dann in den nächsten Minuten oder Stunden dann online sein wird. Ich danke euch viel, viel, vielmals, dass ihr dabei seid. Mir hat es mega viel Spaß gemacht und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao. Ich lese noch ein bisschen eure Kommentare, bevor ich sie zumache. Danke. WLAN-Kabel ist im Garten verlegt. Björn, dir auch gute Nacht. Vielen Dank euch allen.